Cup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einfach ein Spiel. Kickers auf den Bach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Geht wieder bei 0 los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Vor den nächsten, jetzt springen. Hopp. Vor dem Abschluss. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hier meldet sich das Kickerstadion Biberer Berg und neben mir sitzt Mario Schnelker. Meine Wenigkeit ist Kaspar Lauk. Wir haben heute einmal mehr die Aufgabe, euch den Biberer Berg ein bisschen nach Hause zu bringen und euch das zu transportieren, was da unten auf dem weitestgehend grünen Rasen so passieren wird. Heute der OFC, der Gastgeber, gegen die SVE. Trier. Einmal der Gruß in die Kamera rein von zweifelhafter Schönheit. Das Schönere ist jetzt sozusagen wieder zu sehen, wenn wir von dieser Kameraperspektive runterschalten. Und da sehen wir dann die Waldemar-Kleintribüne, die sich jetzt peu à peu noch füllen wird. Und der Gästeblock, der wird sich auch ganz gut füllen. Marius, ich glaube, du hast so die heißen Informationen, in welche Richtung so der Ticketverkauf ging nach Trier, ne? Ja, ich habe gehört, es sollen ungefähr 9 Busse anreisen. Wenn man 9 × 50 rechnet, sind das, glaube ich, nach Adam Riese 450 Leute. Würde mich freuen, einen etwas volleren Auswärtsblock mal wieder hier beim OFC zu erleben. Das macht einfach von der Stimmung her mehr Spaß, wenn man auch so ein paar Wechselgesänge hören kann, beziehungsweise Nettigkeiten, die da ausgetauscht werden. Ja, es macht Spaß. Von mir auch natürlich auch nochmal herzlich willkommen bei uns im Stream. Heute wieder zu Hause beim OFC. Und ich glaube, Kaspar, es ist schon Zeit, zum ersten Mal unsere Aufstellungen einzublenden. Ich mache einfach mal weiter. Und zwar fangen wir heute an mit unserer Startelf. David Richter im Tor. Dann die Abwehrkette, die wir kennen aus den letzten Spielen. Ronny Marcos als Kapitän, Rossi und Breitenbach in der Innenverteidigung und Vincent Moreno über die rechte Seite. Davor Julian Albrecht und Björn Jopek, die beiden Ex-Berliner, die sehr gut harmonieren auf der Doppel-6.
Davor dann Derflinger auf der 10. Er kommt heute mal wieder rein vom Anfang an. Davor hat Šarić auf der 10 angefangen. Über links dann Rafa Garcia, heute auch in der Startelf-Formation. Über rechts Jakob Lemmer. Und vorne drin in der Spitze Lukas Hermes. Also heute Schnelligkeit, Durchsetzungsfähigkeit, aber ich glaube, das ist falsch, denn Hermes ist nicht im Sturm, sondern Dejan Bosic wird anfangen in der Spitze. Ja, da haben wir ein kleines Fehlerchen gemacht, aber Dejan Bosic heute in der Startelf-Formation, nicht Lukas Hermes, pardon für diesen kleinen Fehler, aber auf der Ersatzbank haben wir dann einige. Maximilian Engel, Schako Onangolo, Cholles Knöll ist mit dabei, Semir Šarić, Philipp Rosiner, Lukas Hermes eben besagt, Jost Mayrose, Dominik Wanner und Jakob Zitzelsberger. Also noch einiges an Power auch von der Bank für unseren OFC und natürlich haben wir auch einen Gegner, lieber Kaspar. Genau, während die Spieler von Trier und von Offenbach jetzt noch gerade den Weg in die Kabine antreten, können wir jetzt mal darauf schauen, was wir vermuten, was sich Trainer Josef Čina für seine Mannschaft ausgedacht hat für die Trierer. Und da sehen wir einen sehr massierten Defensivverbund. Mit im Tor Dennis Wiescholek, dann eine Fünferkette aus Heinz, Taya Paran, Simon Maurer, das ist auch der Kapitän in zentraler Position, erwarten wir ihn da hinten drin. Und Frenz Sinner, das sind die Innenverteidiger. Und der rechte Schienenspieler Gabriel Weiß, linker Schienenspieler Kevin Heinz. Dann davor zwei Mann im zentralen Mittelfeld. Derjenige in der Recherche, der Jörg Krunau, hat uns so gesagt, er vermutet, dass der Christopher Spang dann so den defensiveren Part im Mittelfeld übernehmen wird. Der Mann mit der Nummer 29 und der Maurice Wrusch vielleicht ein bisschen mehr nach vorne machen wird. Links draußen Dominik Kinscher erwarten wir ihn, rechts außen Jan Brandscheid und im Sturm Michael Omosanya. Junger Mann aus Luxemburg gekommen, also hat auch schon zwei Länderspiele für Luxemburg tatsächlich gemacht und ist aus Fola Esch Luxemburg gekommen. Und während hier gerade die Legendenloge vorgelesen wird, kann ich sagen, dass wir heute natürlich erneut versuchen, da ein Interview auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich einmal so ein bisschen, ich möchte es nicht zu sehr versprechen, weil vielleicht geht noch irgendwas schief oder derjenige, der kommen soll, taucht irgendwie nicht auf. Aber wir hoffen, dass wir in der Halbzeitpause Patrick Würl interviewen können. Das ist für all diejenigen, die so vielleicht so 3-4 Jahre älter sind als der Marius und ich, jemand, den man noch so wirklich kennt. Ich muss mich da ehrlicherweise noch mal ein bisschen einlesen. Aber ich sag mal so, mein Eindruck ist, dass der relativ großen Anteil daran hatte, dass der OFC damals 2001 nicht in die Oberliga abgestürzt ist. Der war ein ganz, ganz wichtiger Spieler, definitiv. Ich freue mich, wenn das klappt in der Halbzeitpause. Bin gespannt, was er sehr so ins Mikrofon sagen wird zur Halbzeit. Wir hoffen natürlich auch, dass das Wetter hält und es nicht schütten wird, wenn du da unten mit ihm stehen wirst. Aber das können wir natürlich nicht beeinflussen. Was wir hier von den Rängen ein bisschen beeinflussen können, ist die Stimmung in diesem Stadion. Die Ränge füllen sich. Ich habe es gesagt, wir sehen sie auch hier im Hintergrund. Unsere Fans wieder auf der Waldemar-Klein-Tribüne. Und auch die Hermann-Nuber-Tribüne ist schon gut besetzt. Aber ganz besonders. Und ja, wir lauschen einfach mal Olaf Kruse auf dem Platz. Die geilsten Clubs der Welt. Die Fans von Kickers Offenbach. Die Fans des geilsten Clubs der Welt haben auch mal kurz Hallo in den Stream gesagt, sozusagen. Während die Aufstellungen verlesen werden, können wir vielleicht noch ein bisschen über Eintracht Trier reden. Eine Mannschaft, die aufgestiegen ist aus der 5. Liga und jetzt auch im Abstiegskampf ist. Aber ich glaube, das haben sie auch alle erwartet ein Stück weit. Haben letzte Woche ein extrem bitteres Spiel einstecken müssen. Ein Spiel, das wir ungefähr auch so kennen. Ich habe mit den Trierer Kollegen gesprochen. Das war bitterer geht es eigentlich kaum. Also ich habe mir von Ihnen erzählen lassen, Sie hätten so 3-4 Mal das Aluminium getroffen und dann einfach, ich glaube in der 94. Minute war es ein Eigentor, mit dem Sie dann gegen Kassel verloren haben. Und auch Josef Čina im Vorfeld gesagt, der Trainer, dass Sie wirklich dann auch noch den Montag gebraucht hätten, um das Spiel zu verdauen. Das hätte wirklich den Spielern noch in den Knochen gesteckt. Aber dass Sie jetzt seit Mittwoch dann den Fokus auf Offenbach gerichtet haben und jetzt eben wieder effektiver auftreten wollen. Das war so das große Thema gegen Kassel, dass ihnen die Effektivität abhanden gekommen war. Ist ein Thema, das uns auch nicht ganz fremd ist. Deswegen fühlen wir natürlich ein Stück weit mit, hoffen aber, dass sie die Effektivität erst am nächsten Spieltag wiederfinden. So ist es. Also seit 7 Spielen ohne Sieg, der SV Eintracht Trier. Wir kommen von einem, ja, von einer langen Auswärtsreise wieder an den Biberer Berg zurück. Gegen den Balinger SC haben wir spät durch Rafa Garcia dieses ganz erlösende 2:1 noch geschossen.
ein Spiel, was jetzt nicht unbedingt von Schönheit geprägt war, aber eben absolute Moral bewiesen hat und gezeigt hat, dass die Mannschaft bis zum Ende kämpfen kann und natürlich auch von der Mannschaft extrem gute Akzente setzen kann. Fast alle, die beim 2:1 beteiligt waren, waren von der Bank. Es war Derflinger, der mit einer Grätsche den Ball gewonnen hat im Mittelfeld. Über rechts dann Lemmer, der weitergeleitet hat auf Hosina und der wiederum abgelegt auf Rafa Garcia, der das dann sehr gut gemacht hat, gezielt zum 2:1 und so lässt sich eine Busfahrt dann doch mal ein bisschen besser an. 3 Stunden nach Hause, wieder nach Offenbach. Ein Glück haben wir da diese 3 Punkte geholt und bleiben somit vorne dran. OFC auf Platz 6 im Moment mit, lass mich nicht lügen, ich glaube 28 Punkten. Ich schaue gerade noch mal ganz kurz, bevor ich Quatsch erzähle. Doch, 28 sind es natürlich. Der Anschluss ist immer noch möglich. Wir wollen natürlich bis zur Winterpause die höchstmögliche Punkteausbeute sammeln. Und Kaspar, du sagst es, wir zeigen am besten auch noch mal die Aufstellung für diejenigen, die gerade erst eingeschaltet haben. Der OFC spielt im 4-2-3-1-System mit David Richter im Tor. Ronny Marcos über die linke Verteidigerseite zusammen mit Maxi Rossmann und Jason Breitenbach in der Innenverteidigung und Vincent Moreno über die rechte Verteidigungsbahn. Julian Albrecht und Björn Jopek auf der Doppel-6. Vorne im Zentrum ist Christian Derflinger von Anfang an wieder dabei. Über links Rafa Garcia, über rechts Lemmer und jetzt ist es auch richtig, Dejan Bosic vorne drin im Sturm. Vielen Dank an die Regie, schnell ausgetauscht, das haben sie sehr gut gemacht. Und so geht es für uns in die ersten Minuten dieses Spiels. Mir gefällt die Aufstellung sehr gut, Kaspar, wie sieht's dir? Ja, Christian Derflinger hat ja nach seiner Einwechslung definitiv Werbung in eigener Sache betreiben können. Um das noch zu Ende zu führen, was du gerade eben gesagt hast, war ja auch ein Sieg des Willens. Und ich denke, beide Tore stehen ja ganz plakativ dafür. Also das 1:1, Dejan Bosic, ein Ball, der eigentlich weg war, dem jagt er im Vollsprint hinterher, macht das ganz clever, wie er deinen Körper nochmal reinstellt, erobert den Ball, der eigentlich schon weg war. Und auch das 2:1, du hast die Grätsche von Christian Derflinger schon angesprochen und dann eben schnell umgeschaltet. Alle arbeiten sofort mit nach vorne, glauben noch an diese Chance. Garcia, wie er das im Interview hinterher gesagt hat, noch ein paar Beinis verteilt und dann war es eben auf 2:1 gestellt. Ja, weil wir ja jetzt quasi die höchste Liga Deutschlands sind, die noch Fußball spielt, weil alle anderen in die verfrühte Winterpause gehen mussten, weil, ja, man kann es nicht anders sagen, so ein absolutes Quatschturnier stattfindet und stattfinden wird, sei auch nochmal gesagt, Kickers statt Katar, Ausrufezeichen, support your local football club, also das ist einfach, glaube ich, jetzt das Sinnigere. Wenn man jetzt schaut, wo sind Fußballvereine, die jetzt noch weiterhin Fußball spielen, dann gehen wir dahin, supporten den Fußballclub. Kommt zum OFC, schaut es euch an. Es ist immer ein Besuch wert. Ich glaube, das wird auch heute Abend wieder unterstrichen werden. Und wir schauen in den Spielertunnel. Und wenn ich sage schauen, da der ganz wichtige Hinweis für alle, die uns heute zuschauen. Wir übertragen das Spiel auch im Radiomodus, im kostenlosen Radiomodus, werden deswegen das Spiel auch wie gewohnt im Radiomodus kommentieren. Für all diejenigen, die sich die Bildoption nicht dazu gekauft haben, damit die wissen, was auf dem Feld passiert. Das wie immer der Hinweis. Die Einlaufmusik läuft, es geht gleich los. Es geht gleich los und wir schauen auch nochmal auf die Aufstellung unseres Gegners. SV Eintracht Trier wird anfangen, ja, in diesem System, so stellen wir uns das vor, mit Wisculek im Tor, Taya Paran, der ja der Pechvogel gegen Kassel war, besser gesagt, dann Maurer, der Kapitän hinten in der Verteidigung und Sinner nebendran, Weiß über rechts, Heinz über links, Spang in der Mitte als Sechser, Wrusch davor, Kinscher über die linke Seite, Brandscheid über rechts und ganz vorne drin ist Omosanya und ja, wir hören gerade Time von Pink Floyd und das heißt, der Einlauf wird eingeleitet. Ich freue mich gleich auf die Fanfaren, denn dann geht mein Herzschlag immer noch ein bisschen höher. Kann sich da nur noch um wenige Sekunden handeln. Da seht ihr auch um den Spielertunnel drumherum. Sind sie da jetzt alle von der Presse versammelt. Und jetzt sind gerade noch mal ein paar von der aktiven Fanszene von Eintracht Trier in den Block hineingekommen. Und oh, ist das schön. Eine schöne, große, weiße Fahne, die auf der Waldemar-Klein-Tribüne gehisst wird. Mit dem Konterfei von Waldemar-Klein. Und jetzt hört ihr es. Klare Ansage, wer hier den Ton angeben soll. Und das wird richtig geil. Und das geht aber auch, dieses Kompliment geht auf jeden Fall auch an die Gäste aus Trier. Ich freue mich immer mordsmäßig, wenn geiler Auswärtssupport kommt, weil das macht einfach das Ganze noch so ein bisschen prickelnder. Und ich freue mich mega auf die Atmosphäre heute Abend. Das liegt an den Trierern, aber das liegt natürlich auch ganz besonders an unseren Jungs und Mädels da hinten auf der Waldemar-Klein-Tribüne, die da jetzt für Stimmung sorgen werden und eine Fahne schwenken mit dem Konterfei von Waldemar Klein. Das war, glaube ich, auch nochmal der Aufruf im Vorfeld, dass dieses Spiel auch ein bisschen in Gedanken an Waldemar Klein genutzt werden soll. So ist das. Tolle Geste von unseren Fans. Und jetzt wird es hier nochmal richtig laut. Komm, wir lassen einfach mal die Atmosphäre hören.
Und wir warten auf die Fanfaren. Die Spieler lassen sich noch etwas Zeit, wollen den warmen Spielertunnel noch nicht verlassen, wahrscheinlich. Und es wird auch schon skeptisch da reingeguckt. Vielleicht können wir noch mal auf unsere Kamera da unten reinschalten beim Jason Cully, was der da an der Grasnarbe steht, dass wir da noch mal drauf schauen. Ja, doch, da stehen sie jetzt aber alle schon. Chaco und Angolo kommen gerade noch raus. Also sie warten da im Grunde genommen nur noch auf die Fanfaren. Und jetzt geht es los, angeführt vom Schiedsrichter gespannt Vincent Schöller, Jon Bender und Stefan Fimpel. Marschieren die Mannschaften ein, Trier in Blau, Offenbach in Rot. Ja, und ich möchte noch ganz kurz verkünden, unsere Einlaufkinder Viktoria Dieburg, die F1 und 2 Jugend, also Jungs und Mädels, die da gerade mit einlaufen, präsentiert von unserem starken Partner Rewe Familie Güler. Also, das sind unsere Jungs und das sind die Gegner aus Trier. Unser OFC natürlich gewohnt mit roten Trikots, weißer Hose und roten Stutzen. Die Hose und die Trikots, die werden, denke ich, heute allesamt nicht mehr ganz farbig sein, sondern alle mit Matsch versehen, denn der Platz wird sehr seifig. Es hat ein bisschen geregnet die letzten Tage und ich glaube, das wird ein absoluter Flutlicht-Fight, Kaspar. Im Hintergrund habt ihr dann im Bild schon auch die Waldemar-Klein-Tribüne gesehen, die dann auch nochmal einen Banner für Waldemar Klein gehisst hat. Da auch nochmal Danke an die Kameraeinstellung von Wolfgang Seifer gerade eben, der das gerade eben schön eingefangen hat. An der Führungskamera Robert Becker, am Video Micha Jürgen Strebert, Tim Bossard am Stream und Mario Schnäker sitzt hier neben mir und wird mit mir gemeinsam hoffentlich die 3 Punkte reinbabbeln. Jetzt nochmal die Shakehands mit den Schiedsrichtern. Da steht er jetzt. Ronny Markus mit Simon Maurer beim Schiedsrichter gespannt. Die knobeln jetzt gerade noch aus, wer anstoßen wird. Hoffen wir mal, dass der OFC von rechts nach links spielen darf, so wie wir es gerne haben. Und die Trierer, sie machen da auch kräftig Stimmung. Und tatsächlich, der OFC wird von rechts nach links spielen. Wir schauen mal. Ersan Palatan hat ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass man jetzt gerade besonders den Fokus auf die Arbeit gegen den Ball legt. Das ist jetzt erstmal das, was man machen möchte. Klar, man möchte es auch mit dem Ball verbessern, aber das wird dann so das große Projekt. So in der Winterpause werden, so war es zumindest in der Offenbach-Post, glaube ich, zu lesen. Jetzt wird dann nochmal die Waldemar-Kleintribüne ein bisschen eingeheizt. Und es ist ein richtiges Stimmungsduell. Das wird heute ein richtig geiles Flutlichtspiel. Wir haben hier richtig Bock drauf. Der OFC in den roten Trikots von rechts nach links. Auf geht's, Kickers, kämpfen und siegen. Dem schließen wir uns vorbehaltlos an. Eintracht Trier wird erstmal anstoßen. Ich glaube in Person von Maurice Wrusch. Nein, das ist der Mann mit der Nummer 18. Das ist Dominik Kintscher. Den erwarten wir auf der linken Außenbahn. Mal gucken, ob das auch alles so stimmt. Da auch nochmal der herzliche Dank an Jörg Krunau, der die Recherche besorgt hat. Und jetzt also der Anstoß, das Spiel ist eröffnet. Eintracht Trier erstmal am Ball, Dejan Bosic aber schon direkt das Füßchen dazwischen bekommen und läuft da erstmal aggressiv an. Die Trierer im eigenen Defensivverbund, dann ist erstmal jetzt richtig beschäftigt, aber das haben sie erstmal sich aus dem Pressing rausgespielt und das Spiel auf die linke Außenbahn verlagert Richtung Waldemar Kleintribüne, dann der Pass in die Spitze, Vincent Moreno passt aber erstmal auf, spielt zurück zu David Richter, der die Kugel dann wieder weit nach vorne trischt Richtung Dejan Bosic, aber der konnte den Ball nicht bekommen, Ball wird wieder zurück in die Offenbacher Hälfte geköpft und wird dann jetzt schlussendlich bei David Richter landen. Und ja, dann haben wir es gesehen, Maximilian Rossmann hat schon den Arm gehoben. Der wusste, dass der Mann mit der Nummer 7 von den Trierern da im Abseits stand. Jan Brandscheid. Und der wusste das auch selbst, ist gar nicht hingegangen. Weiter war jetzt vom OFC in Richtung Derflinger. Etwas zu steil für ihn. Deswegen erstmal wieder auf Trierer Seite, auf der linken Seite nämlich. Und jetzt machen sie sich den Weg zurück in die Verteidigungsreihe. Agieren tatsächlich ja aus der Dreierkette, so wie man das hier sieht, mit zwei Schienenspielern über links und rechts. Und das geht jetzt ganz gut über ihre linke Seite. Aber auch Jason Breitenbach passt auf, stellt seinen Körper dazwischen und dann ist das über Umwege der Ball wieder im Spielfeld und landet aber wieder auf der linken Seite des SV Trier. Rigorosa dazwischen gegangen vorne, Vincent Moreno stellt einfach den Körper rein, gutes Stellungsspiel von ihm. Und dann ist es Björn Jopek, der die Kugel erstmal ein paar Meter am Bein hält und es mit einem Chipball nach vorne in Richtung Derflinger versucht. Zu steil gespielt, Jürgen Albrecht wird gefoult in unserer eigenen Hälfte. Es gibt den ersten Freistoß der Partie, der OFC wird ihn ausführen und so wie ich das im Aufbau der rot-weißen Kickers kenne, werden die das kurz ausführen und dann versuchen, den Ball von hinten wieder rauszutragen. Schon ausgeführt, Björn Jopek mit dem Ball am Fuß, der für mich von Spiel zu Spiel eine immer tragendere Rolle beim OFC übernimmt. Also wirklich der Denker und Lenker im Mittelfeld. Über ihn läuft so gut wie alles. Also jeder Ball wird zuerst ins Zentrum gespielt und da ist meistens er zugegen oder eben Julian Albrecht oder eben, wenn es ein bisschen offensiver ist, Christian Derflinger. Während der Ball jetzt aber auf der linken Seite ist, Ronny Markus mit dem Einwurf in Richtung Dejan Bosic, der wird gedoppelt, setzt sich fast durch und Trier im Endeffekt dann doch mit dem Ball
gewinnen über die rechte Seite, dann schnell, aber Ronny Marcos ist schneller. Und wie? Der läuft den Ball einfach ab, spielt ihn dann zurück zu David Richter und der macht's cool zusammen mit Jason Breitenbach. Und der UFC kommt in den ersten Sekunden ganz gut ins Spiel. Kann jetzt das Spiel dann auch erstmal in Ruhe aufbauen. Jason Breitenbach, das scheint wirklich so eine offensive Dreierreihe zu sein bei den Trierern. Rechts außen Brandscheid, links außen Kinscher und Omo Sanja im Zentrum. Das ist die offensive Dreierreihe davor. Dahinter zwei Mann im Mittelfeld und dann eine Fünferkette bei den Trierern. Das heißt, über die Außen wird viel Betrieb wahrscheinlich sein mit Außenstürmern und Schienenspielern in der Fünferkette. Da wird unser Defensivverbund auf den Außenbahnen mächtig zu tun haben. Aber der UFC kommt jetzt selber über die Außenbahn mit Rafael Garcia, der jetzt erstmal ins Zentrum reinzieht, dann auf Jopek zurücklegt. Zentrale Position schon in der Hälfte der Trierer. Dann geht es ganz links raus auf Ronny Marcos, der zur Verlängerung der 16er-Linie den Ball hat. Dann zurück ins Zentrum, spielt zu Rafael Garcia, der jetzt wieder auf die linke Außenbahn geht, Richtung Grundlinie jetzt marschiert. Garcia dann einmal um die eigene Achse gedreht. Rafael Garcia jetzt mit der Flanke hinein in den Strafraum. Da hätte Lemmer gelauert. Albrecht köpft nochmal rein in den Strafraum. Und dann ist ein bisschen Konfusion. Und dann köpft ein Mann der Trierer. Das ist Frenz Sinner. Ganz junger Kerl in der Innenverteidigung, köpft dann zurück zu seinem Torhüter, zu Dennis Wiszczolek. Frenz Sinner, auch der aus Luxemburg gekommen, auch der hat schon Länderspiele für Luxemburg gemacht. Seit 2016 bei Trier, kennt den Verein also schon ein bisschen aus der eigenen Jugend sozusagen. Und apropos aus der eigenen Jugend, da hat der UFC gerade aus der Rechtsverteidigerposition mit Vincent Moreno versucht, das Spiel aufzubauen. Albrecht hat dann im Zentrum übernommen, wurde gefoult. Und so kann der UFC jetzt nochmal in Ruhe über die eigene Kette das Spiel eröffnen. Wird dann aber doch an der Mittellinie angelaufen. Rossmann spielt dann links raus auf Jopek, der sich dann hat fallen lassen. Und Jopek, ja, der dreht dann einmal um die eigene Achse. Das hat er jetzt gut gelöst. Jopek, der Ball in die Spitze Richtung Garcia. Jetzt so ein bisschen der Versuch ins Kombinationsspiel zu kommen. Hat aber nicht ganz geklappt. Und dann gibt es den Freistoß für Eintracht Trier in der eigenen Hälfte. Da war Maurice Wrusch zu Boden gegangen, zentraler Position. Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Auch wenn unser Pressesprecher nichts gerufen hat, hat sich der Schiedsrichter nicht von beeindrucken lassen. Richtig, ich habe nichts gerufen. Aber, und da ist der Freistoß für SV Trier. Der Flinger, der da hinten ein bisschen reingegangen ist, das ist auf jeden Fall vertretbar. Rossmann dann kung-fu-artig erstmal hinten raus. Und Trier kommt nochmal über die linke Seite. Laut jetzt hier im Stadion. Gute Stimmung von beiden Blöcken. OFC natürlich lauter da von der Waldemar-Kleintribüne. Rafa Garcia auf der linken Seite mit einem weiten Ball nach vorne. Sucht da Dejan Bosic, der lauert auch. Aber Trier passt erstmal ganz gut auf. Dann ist es Jopek nochmal, der den Ball nach vorne schlägt. Bosic kann nicht hingehen, der ist im Abseits. Und Trier kann erstmal behaupten. Dann ihrerseits weit nach vorne. Rossmann macht das gut im Stellungsspiel. Und der OFC übernimmt wieder die Herrschaft über die Kugel. Mit Jason Breitenbach und mit Maximilian Rossmann, die sich wirklich gut eingefunden haben. Ich freue mich auch schon wieder, wenn Sebastian Jelinski wieder dabei ist. Bei ihm wird es noch ein paar Wochen dauern. Die Hoffnung ist natürlich, dass er noch vor der Winterpause wieder auftreten kann für uns. Aber das bleibt erstmal abzusehen. Foulspiel jetzt gepfiffen. Derflinger an den Mann mit der Nummer 29. Das ist Christopher Spang. Ein bisschen verspätet der Pfiff. Schiedsrichter hat erstmal weiterlaufen lassen, weil er dachte, ja, kann er den Vorteil geben für Trier. Aber dann ist es doch ein Foulspiel und Freistoß Trier, gleiche Position wieder vor in ihrer eigenen Hälfte. Langer Ball jetzt in die Spitze gespielt, verlängert, aber da ist nur Vincent Moreno zusammen mit Julian Albrecht und Jason Breitenbach. Ja, meine Stimme ist ein bisschen höher geworden, weil Breitenbach dann gut angelaufen wurde. UFC schafft es dann aber, sich da hinten rauszukämpfen und es gibt in der Folge erstmal einen Einwurf für SV Trier, das Ganze genau vor Block 2. Wir wissen natürlich, dass da zwischen SV und Trier noch ein weiteres Wort ist. Es geht uns nur ganz schwer über die Lippen, deswegen versuchen wir uns da drum herum zurückzudrücken. Das geht jetzt gar nicht gegen Trier, sondern eher um eine andere Mannschaft, die so einen ähnlichen Namen hat. Deswegen drücken wir uns da drum. Die Trierer im Ballbesitz, jetzt über die eigene Dreier-Fünferkette der Spielaufbau. Der OFC mit Albrecht aber schon dazwischen. Albrecht dann vielleicht etwas ungestüm in den Zweikampf reingegangen. Muss man nicht zwangsläufig pfeifen, ist jetzt aber auch keine Fehlentscheidung, das Ding abzupfeifen. Trier mit dem Freistoß, den sie schon ausgeführt haben, über die eigene Kette zurück. Und dann geht es jetzt über rechts, über den rechten Schienenspieler, über Gabriel Weiß. Dann geht es erst Kombinationsspiel auf der rechten Außenbahn. Weiß gegen Marcos schon an der Grundlinie. Jetzt kommt die Flanke hinein. Ist sogar direkt aufs Tor gezogen worden. Richter war aber da, hatte keine Probleme, das Ding zu fangen. Hat schon abgeworfen ins Zentrum auf Christian Derflinger, der jetzt auf Dejan Bosic gespielt hat, in die Spitze. Und jetzt Bosic ganz schön links raus. Rafael Garcia mitgenommen, der hat auch super den Kugel angenommen auf der linken Außenbahn. Garcia jetzt mit dem Pass in die Spitze, mit dem Versuch, den einstartenden Bosic da einzusetzen an der Strafraumkante.
Kante, haben die Trierer aber aufmerksam verteidigt und gehen jetzt ihrerseits wieder in die Offensive mit einem langen Ball Richtung Omosanya. Aber Breitenbach hat da aufgepasst und auf Albrecht gespielt, der jetzt schön aufgedreht hat, zentrale Position. Jetzt kann er das Spiel breit machen, links raus auf Ronny Marcos. Der wird dann gleich Derflinger wahrscheinlich mitnehmen. Und Derflinger gegen zwei Mann, dann zurück ins Zentrum gespielt. Zu Jopek, zurück in die eigene Hälfte, auf Rossi Rossmann. Ja, Derflinger hat dann tiefen Lauf angeboten auf der linken Seite, hat sich dann mal... Ja, da links so ein bisschen eingefunden, weil Garcia die Mitte übernommen hat. Jopek jetzt mit dem Pass in die Spitze zu Bosic, der will direkt weiterleiten auf die linke Seite zu Derflinger. Aber da ist noch ein Kopf dazwischen eines Verteidigers von SV Eintracht Trier. Jetzt gibt es den Einwurf da auf der linken Seite für Ronny Marcos. Ausgeführt, ja, erstmal wird das Ding wieder weggeblasen da hinten raus. Landet aber im Feld und Rossmann ist da, nimmt die Kugel auf, hat dann ein bisschen Ruhe und findet Jopek im Zentrum. Der wieder links raus auf Ronny Marcos, ja. Garcia löst sich ein bisschen vom Gegner, aber Marcos wählt die Option, wieder zurückzuspielen. Seitenwechsel jetzt von Jopek versucht in Richtung Lemmer. Abpraller landet bei Julian Albrecht. Der rechts raus zu Vincent Moreno. Der OFC nutzt die ganze Spielfläche. Das sieht sehr gut aus. Jetzt der Ball in die Spitze gespielt zu Derflinger auf der rechten Seite. Nochmal rechts raus zu Lemmer mit der Hereingabe. Aber da ist noch ein Bein dazwischen vom SV Eintracht Trier. Und ja. Dann ist Trier erstmal wieder im Ballbesitz, spielt nach vorne, Foulspiel gepfiffen, Stürmerfoul. Vincent Moreno geht zu Boden und das ist ein Freistoß für den OFC. Und die Fans melden sich, das gefällt ihnen, was sie hier sehen. Und der OFC gut im Spiel, hat die Kontrolle des Spieles schon längst übernommen in Minute 9. Und versucht jetzt nach vorne natürlich die Lösungen zu finden. Das war erwartbar, dass der OFC viele Spielmomente haben wird, viel Spielkontrolle haben wird und dann eben versuchen muss, diese richtigen Lösungsansätze zu finden. Auf dem Spielfeld bisher ist das gut. Mir gefällt vor allem, wie eben schon erwähnt, dass sie die komplette Spielfläche für sich nutzen. Also viele Seitenwechsel, viele gute Verlagerungen. Wie siehst du das in der Anfangszeit? Nee, sehe ich ähnlich. Der OFC noch mit der richtigen Maß aus Raffinesse, aber dann auch einfach den simplen, den klaren Ball zu spielen. Die Bälle in die Spitze Richtung Dejan Bosic. Ein paar Mal war das schon vielversprechend und Bosic hat dann gut verteilt. Aber jetzt kommt Eintracht Trier über die linke Außenbahn. Mit der Nummer 18, mit Kinscher, der jetzt gegen eins ins Moreno, gegen Moreno reingeht. Bisschen verhaspelt, aber genauso hat es dann auch Kinscher verhaspelt und musste dann erstmal abdrehen, ganz zurück auf seinen Innenverteidiger spielen, der das Ding jetzt wieder ganz links rausprügelt auf die linke Außenbahn. Wo die Trierer jetzt erneut versuchen, was zu initiieren. Da müssen sie wieder abdrehen, wieder zurück auf die eigene Innenverteidigung. Beide Mannschaften gerade mit dem Ball am Fuß noch, mit der Suche nach Lösungen, da irgendwas nach vorne zu initiieren. Beide Mannschaften gut passiert. Starker Zweikampf jetzt von Jason Breitenbach, der die Kugel da gewinnt und jetzt umschalten kann. Jason Breitenbach marschiert da schon in die Trierer Hälfte auf der rechten Außenbahn. Jetzt ins Zentrum zurückgespielt auf Derflinger. Jetzt schon Richtung Strafraum unterwegs. Derflinger mit dem Versuch, den Ball abzuschließen. Aber links draußen ist nochmal Garcia, der da lauert. Und dann hat es, glaube ich, Gabriel Weiß letzten Endes ins Seiten ausgeklärt. Das war eine richtig starke Aktion von Jason Breitenbach, der den Ball eroberte und dann losmarschierte, wie er das so stark kann, dieser Innenverteidiger. Das ist ja auch ein Mittel, was von Innenverteidigern inzwischen immer häufiger erwartet wird, auch mal anzutribbeln, auch mal loszumarschieren. Das hat er richtig gut gemacht, der Jason Breitenbach. Jetzt der Einwurf von der linken Außenbahn für Ronny Marcos. Ronny Marcos jetzt mit dem Einwurf hinein in den Strafraum. Garcia nochmal reingespielt, die Kugel. Wir haben gerade ein bisschen gestockt, weil der Schiedsrichter gespannt, gerade über den Stadionsprecher, hat was durchgeben lassen. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Fans dran halten werden. Ja, da wurde gesagt, ja, bitte keine Trillerpfeifen benutzen. Verstehe ich natürlich. Bosic jetzt, Achtung, an der 16er Kante. Ab und dann bei Derflinger, der zu Jopek und der versucht es dann direkt in die Spitze wieder zu spielen. Da war aber noch ein SV Trier Bein dazwischen. Und es gibt zunächst Einwurf für den OFC auf der linken Seite. Bald schon wieder mittendrin auf dem Spielfeld. Rossmann zu Jason Breitenbach. Schieben sich den Ball so ein bisschen hin und her. Jetzt der weite Ball auf die linke Seite. Schöner Pass von Rossmann auf die linke Seite. Dazu Rafa Garcia, der nimmt den Ball an. Wird dann gestellt im 1 gegen 1. Immer noch Rafa Garcia auf der linken Seite, nicht vom Ball zu trennen, nimmt dann Ronny Marcos mit. Schöne erste Berührung, dann die Flanke auf den langen Pfosten, aber da lauert leider kein Kickerspieler. Geht durch bis auf die rechte Seite und Vincent Moreno holt sich eben diese Kugel. Spielt dann zurück zu Jakob Lemmer, der geht vorbei am ersten und am zweiten schon im 16er und dann kommt die Grätsche. Der gibt den ersten Eckball dieser Partie und ich kann es schon vorwegnehmen. Präsentiert von Pedi Protect und die Waldemar Kleintribüne und die Hermann Huber Tribüne und die Gaspreu Tribüne. Sie wird laut und laut und es geht weiter.
Das Kickers schallt durch die Nacht und vielleicht schallt auch gleich ein Torschrei durch die Nacht, durch die Offenbacher Nacht. Christian Derflinger mit seinem starken linken Füßchen würde den Ball zum Tor hin gleich hineinbringen. Und im Optimalfall kann er dann gleich abdrehen zum Jubeln. Derflinger zieht er die Hand, Ball kommt hineingeflogen auf den zweiten Pfosten, durchgerutscht und beinahe wäre Dejan Bosic noch rangekommen, aber ein Trierer Köpfchen war noch dazwischen, nochmal ins Tor ausgeklärt, sonst hätte da Dejan Bosic relativ blank am zweiten Pfosten im Fünferraum gestanden und hätte die Kugel da über die Linie drücken können. Wir können mal reinschauen ins Replay. Ja, der Kapitän war es tatsächlich, Simon Maurer, der da mit dem Kopf dazwischen war, ganz wichtig. Und jetzt Eckball von links draußen, erneut natürlich präsentiert von unserem tollen Partner Pedi Protect. Diesmal eine Angelegenheit für Rafa Garcia, mit rechts zum Tor hin, aber da steht auch Christian Derflinger, der sich als kurzer Anspielpartner anbötet. Deswegen stehen da auch zwei Trierer, die das Ding dann zumachen wollen. Jetzt also Garcia mit der Flanke in den Strafraum hinein auf den ersten Pfosten. Derflinger mit dem Nachschuss und Dejan Bosic passt mit der Hacke noch Richtung Tor verlängert. Aber der Ball geht dann links an dem Kasten von Denis Wiszczolek vorbei. Gute Torchancen, die der OFC sich jetzt hier erspielen kann. Und es ist definitiv so, dass der OFC hier das Spiel in der Hand hat. Dejan Bosic nach dem Abschluss von Christian Derflinger aus dem Rückraum hält ja noch die Hacke rein, kann den Ball dann aber leider nicht mehr entscheidend genug den Spin geben Richtung Tor. Allerdings Denis Wiszczolek wäre da auf dem Posten gewesen, also vielleicht hätte er den dann auch noch abwehren können. Trotzdem, wir verbuchen es als weitere gute Torchance für den OFC nach 13 gespielten Minuten. Der OFC hier, die tonangebende Mannschaft, hat jetzt ein paar Mal schon die Lücken gefunden, immer wieder auch mit starken Tempo-Dribblings mit Moreno, Lemmer oder Breitenbach, die dann in die Offensive gehen und ein paar Lücken reißen. Jetzt wieder eben jener Jason Breitenbach am Ball. Jetzt in der Innenverteidigung mit Rossmann gemeinsam wird das Spiel dann erstmal wieder in Ruhe aufgebaut. Trier erwartet sie in der eigenen Hälfte. Da ist jetzt auch Rafael Garcia, der sich mal ins Zentrum hat fallen lassen. Quasi in Spielaufbau, in sechster Position jetzt ein bisschen unterwegs, der Rafael Garcia. Dann geht es jetzt rechts raus auf Derflinger, auf Vincent Moreno auf der rechten Außenbahn und dann wieder zurück auf Jopek, der dann den Spielaufbau da organisiert. Toller Pass in die Spitze zu Derflinger an der Strafe. Kommt keine schon. Derflinger mit der Flanke auf den zweiten Pfosten Richtung Dejan Bosic. Aber da ist noch ein Trierer dazwischen. Jason Tayaparan, der da noch mit zurückgeheilt war und den Kopf noch reinhält. Das war eine ganz feine Flanke Richtung Dejan Bosic von Christian Derflinger. Die hätte genau gepasst. Aber Tayaparan gut in der Rückwärtsbewegung, hält noch den Kopf dazwischen. Dejan Bosic, ja, der wird sich ein bisschen ärgern. Zwei, dreimal war er jetzt wirklich schon sehr nah dran am Treffer. Ein paar Mal war es aber auch einfach so, dass ein Trierer noch im letzten Moment noch einen Körperteil dazwischen bekommen hat. Vielleicht wird es jetzt ja anders mit dieser Ecke von Rafa Garcia. Sehr gute Phase jetzt auch vom OFC in den letzten 5 Minuten. Eckball jetzt also von Rafa Garcia. Zurück in der Startelf. Die Ecke kommt auf den zweiten Pfosten. Erstmal rausgeköpft vom Kapitän. Landet aber auf der rechten Seite bei Björn Jopek. Nimmt auch die Kugel auf. Ein, zwei Haken. Dann die Flanke mit links in Richtung kurzer Pfosten. Aber erstmal weggeköpft. Ronny Marcos kommt nochmal an den Ball. Der zweite Ball gehört dem OFC. Trier kann nicht ganz klären. Aber jetzt hauen sie das Leder raus aus der Gefahrenzone. Große Kopfballstaffetten jetzt da im Zentrum. Derflinger auch nochmal hoch in die Spitze gespielt und dann wird ein Foulspiel gegen Dejan Bosic gepfiffen. Ja, ja, soll den Gegner da unterlaufen haben. Vertretbar meinetwegen diese Schiedsrichterentscheidung. Es gibt also den Freistoß für SV Eintracht Trier und das sieht in den letzten Minuten wirklich gut aus. Gutes Powerplay vom OFC, immer wieder gute Flanken. Leider finden sie Dejan Bosic noch nicht perfekt da in der Spitze. Wird auch immer wieder gedoppelt von der Verteidigung. Und jetzt meldet sich tatsächlich auch der Trier-Block mal mit lauten Gesängen. Es ist ein gutes Feeling hier auf dem Biberer Berg am heutigen Freitagabend. Ich habe mich wirklich gefreut auf dieses Spiel. Ihr hört aber auch gerade ein bisschen die Auswärtsfans, die hier auch einen ganz starken Support hinlegen. Das möchte ich auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Toller Support von beiden Fanlagern. Natürlich sage ich jetzt mit der rot-weißen Brille, dass der Heimsupport noch geiler ist als der Auswärtssupport. Aber ich glaube, das ist schon echt eine schöne Stimmungskulisse. Man kann es nicht oft genug betonen. Jetzt da David Richter sich den Ball gleich hinlegen wird zum Abstoß. Der ganz in Gelb gekleidete Schlussmann für die TV-Zuschauer. Da ist der gut gefüllte Auswärtsblock mal zu gesehen gewesen bei den Trierern. Und der OFC baut das Spiel neu auf. Ja, ganz so gelb ist das nicht mehr. David Richter spielt eigentlich mit braunen Hosen mittlerweile. Links und rechts schon beim Aufwärmen aufgefallen. Und der Rasen ist wirklich ja, nass und matschig. Jopek im Zentrum, weitergeleitet zu Julian Albrecht. Auf die rechte Seite dann weiter zu Jakob Lemmer. Moreno hinterläuft, kriegt jetzt den Ball gut zugespielt. Die Flanke, ja, erwischt er nicht perfekt. Segelt dann etwas zu weit nach vorne, ist aber noch im Spiel. Garcia auf der linken Seite, zurück zu Ronny Marcos. Und der spielt erstmal wieder back, zurück zu Rossmann.
ganz kurz fast ins Englische verfallen. Entschuldigung, rechts raus jetzt zu Vincent Moreno. Der nimmt Lemmer mit auf Höhe des gegnerischen 16ers. Lemmer schafft es ja nicht, den Ball zu behaupten, aber Biopek ist wieder da. Und zusammen mit Julian Albrecht und Jakob Lemmer holen sich auch die Kugel wieder zurück. Vincent Moreno jetzt mal mit einem dynamischen Antritt in Richtung 16er. Der Flinger aus der zweiten Reihe abgeschlossen. Leider abgefälscht. Der Ball landet wieder beim OFC-Spieler. Und zwar ist das Ronny Marcos diesmal auf der linken Seite. Ronny Marcos bekommt Hilfe von Rafa Garcia. 2-2 jetzt da an der linken Eckfahne. Und Ronny Marcos hat nochmal die Kugel auf Höhe der Grundlinie. Es gibt die nächste Ecke für den OFC, denn seine Flanke wird geblockt in Minute 18. 4 Ecken jetzt schon für den OFC. Vielleicht bringt diese jetzt das Glück und das 1-0. Kapitän Ronny Marcos, diesen Eckball also rausgeholt. Jetzt geht er zurück Richtung Mittellinie. Er ist einer von zwei Spielern, die das Ganze absichern. Moreno und Marcos, die beiden, die eine Absicherung sind. Und der Eckball wird getreten von Rafa Garcia. Jetzt hebt er die Hand. Schaut er, wo er hinspielt. Jetzt Richtung zweiten Pfosten. Da ist der Jan Bosic, der da fast noch rankommt. Hat er versucht, noch irgendwie die Kreten auszufahren. Und der zweite Ball, Maximilian Rossmann, der dann den Einwurf noch erzwingt für den OFC. Direkt neben der Eckfahne auf der rechten Außenbahn. Vincent Moreno, der da jetzt hintrabt, der wird dann also gleich den Einwurf reinbringen. Der hat auch schon ein paar Mal angedeutet, der kann auch ein paar Meter überbrücken bei so einem Einwurf. Also wird jetzt die Kugel erstmal ein bisschen getrocknet und dann sehen wir gleich einen weiten Einwurf von Vincent Moreno. Ja, Marin, in groß. Vielen Dank an die Regie. Und jetzt kommt der Einwurf auch weit rein zu Bosic. Ja, da ärgert sich jetzt. Soll sich da mit dem Ellbogen etwas zu viel Platz verschafft haben im gegnerischen 16er. Dejan Bosic versteht da nicht die Schiedsrichterentscheidung. Naja, gegen drei muss er sich ja irgendwie durchsetzen. War wohl etwas zu viel Ellbogen. Und dabei, naja, es gibt also den Freistoß für SV Eintracht Trier aus ihrem eigenen 16er raus. Und der Torwart gibt das Signal. Junge, geh mal weiter weit nach vorne. Ich schlag das Ding jetzt ein paar Meter weiter weg, dass wir vielleicht mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen haben. Denn der OFC ist hier wirklich am Drücker, dieses 1-0 zu erzielen. Ja, und jetzt ein unnötiges Foulspiel. Jürgen Albrecht drückt da seinen Gegner beim Abspringen weg. Somit wird Freistoß gepfiffen und es gibt den Freistoß außer halblinker Position, ungefähr 35 Meter weit entfernt vom Tor. Strenge, aber ich denke, keine falsche Regelauslegung. Das kann man schon pfeifen. Auch wenn wir es uns natürlich gewünscht hätten, dass der Schiedsrichter das etwas lockerer sieht. Freistoß jetzt also für die Trierer. Wird eine Freistoßflanke in den Strafraum rein. Mit Schnitt zum Tor hin werden. Jetzt kommt sie reingesegelt. Breitenbach, der erstmal im Gewühl drin. Jetzt der Ball im Gewühl im Strafraum und dann rausgeschlagen. Der Befreiungsschlag landet aber nur bei einem Trierer. Die aber ihrerseits in Person von Frenz Sinner mit einem Fehler, einem Stockfehlerball, geht ins Seitenaus. Vincent Moreno kann dann in Ruhe einwerfen. Ist gerade noch ein zweiter Ball im Feld. Deswegen verzögert sich das Ganze ein bisschen. Jetzt ist nur noch ein Ball auf dem Spielfeld. Vincent Moreno darf also aus der Rechtsverteidigerposition heraus einwerfen. Jetzt habe ich hoffentlich alle Sprachbarrieren ausgeräumt. Vincent Moreno mit dem Einwurf nach vorne. Bosic verlängert dann erstmal Richtung Derflinger. Kann die Kugel kontrollieren. Ja, aber wird dann direkt umgehauen und kriegt dann einen Freistoß zugesprochen. Ja. Rechter Halbraum, noch ein bisschen weg vom Tor, aber eine Freistoßflanke ist auf jeden Fall denkbar. Definitiv. Kriegt er den Fuß noch dazwischen. Wir haben jetzt nochmal in der Wiederholung. Vielen Dank. Und dann wird er einfach abgeräumt. Hat ein schnelles Füßchen da und dann ist es ein ganz klares Foul. Das muss man gar nicht irgendwie ankreiden oder anzweifeln. Freistoßflanke, Rafa Garcia steht als einziger dort bereit, wird also versuchen, den Ball mit rechts scharf vors Tor zu spielen. Ich hoffe auf eine Grätsche und ein Tor zum 1-0. Rafa Garcia auf den zweiten Pfosten geklärt vom Kapitän, unkonventionell geklärt. Und Ersan Palatan ärgert sich da, dass da kein OFC-Spieler drankommen konnte. Es gibt Eckball Nummer 5 für den OFC, folgerichtig nach dieser Rettungsaktion vom Trierer Kapitän von Simon Maurer. Und Rafa Garcia holt sich schon wieder die Pille, um sie da zur Ecke hinzulegen. Also Eckball Nummer 5. Ich weiß nicht, hast du eine Lieblingszahl, Kaspar? Ja, dann nehmen wir doch die 5. Und die 5 führt jetzt zum 1-0. Sehr gerne. 5-0 führt der OFC nach Ecken. Zeigt auf jeden Fall die Spielanteile gut an. Rafa Garcia jetzt mit der Ecke Richtung ersten Pfosten diesmal gezogen. Sogar direkt aufs Tor. Da hat Dennis Wiescholek sofort zupacken müssen. Hat das auch getan. Schlägt die Kugel jetzt weit nach vorne in die Offenbacher Hälfte. Ronny Marcos steigt da erstmal hoch zum Kopfball. Kann die Kugel aber nicht wirklich zurück befördern in die Trierer Hälfte. Aber der OFC hat die Kugel dann jetzt anderweitig zurückgewonnen und hat jetzt auf der linken Außenbahn mit Rafa Garcia ein bisschen Platz. Jetzt 3 Trierer nur noch hinten, aber Rafael Garcia muss jetzt erstmal schauen, wo er hinspielt. Spielt jetzt auf den zweiten Pfosten in Richtung Jakob Lemmer die Flanke.
Trier kann dann erstmal ein bisschen klären, Jakob Lemmer auf der rechten Außenbahn, aber mit dem Ball am Fuß. Jetzt zurückgespielt auf Albrecht, dann geht es wieder rechts raus auf Vincent Moreno. Moreno dann jetzt im Kombinationsspiel mit Lemmer zusammen, nicht ganz sauber gespielt, aber der UFC kommt nochmal rein in den Strafraum. Moreno, stark gemacht, jetzt auf der rechten Außenbahn, die Flanke von Moreno Richtung Rafael Garcia, aber der mit dem Flugkopfball kriegt da keinen Druck hinter die Kugel. Trier kann erstmal klären, möchte schnell umschalten, Rossmann hat aber sofort aufgepasst und der UFC gewinnt die Kugel sofort und resolut zurück. Julian Albrecht, zentrale Position. Jetzt der Chippass links raus Richtung Dejan Bosic. Aber das hat dann der Trierer, ja, man muss es sagen, Gabriel Weiß clever verteidigt, auch wenn der Dejan Bosic da mächtig genervt ist. Aber das hat der Trierer clever gemacht. Hat er den Bosic so weggesperrt, dass er den Ball nicht hinterhergehen konnte. Und die beiden, die haben sich jetzt noch einiges zu sagen. Ja, der liegt ihm da quasi in der Kniekehle. Ich weiß nicht, ob sie es als Wiederholung vielleicht einzuspielen haben. Auch wenn nicht schlimm. Das Spiel gibt es natürlich auch wieder nach Abpfiff direkt auf YouTube zu sehen im Real Life. Könnt ihr euch die Situation nochmal anschauen. Es gibt das Shake Hand. Also fair geregelt dann diese Situation. Und Trier erstmal wieder im Spielaufbau über die linke Seite. Guter Druck von Vincent Moreno da über rechts. Und Jason Breitenbach hilft und holt dann den UFC den Ball zurück. Zurückgelegt zu Björn Jopek, der mit dem Ball in die Spitze. Dejan Bosic geht zu Boden, wird da so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Das reicht dem Schiedsrichter aber nicht für einen Freistoßpfiff. Und Trier bleibt erstmal im Ballbesitz. Aber nicht lange, denn Vincent Moreno ist wieder da. Schade, der Pass von ihm kommt nicht an. Und dann geht es hin und her im Mittelfeld. Björn Jopek muss dann quasi die Grätsche ausfahren oder ausfacken? Eins von beiden. Ausfahren. Ausfahren. Ja, macht das dann auch und es gibt den Freistoß für SV Eintracht Trier. Das Ganze innerhalb ihrer eigenen Hälfte. Es ist auch ein sehr zweikampfbetontes Spiel und das freut mich, dass der UFC diese ganzen Zweikämpfe so gut annimmt. Ist wirklich bärenstark, auch körperlich unterwegs. Ich nehme da einfach mal auch Rossmann raus, der das sehr gut macht, mit seiner ganzen Körperkraft schon ein, zwei Mal perfekt dazwischen gestanden hat und somit einen Eintracht-Trier-Konter unterbinden konnte. Jetzt gibt es da ja noch ein paar Sekunden, in dem der Trierer Spieler braucht, um sich wieder zu berappeln. Ehe es dann zum Freistoß gehen kann. Ausgeführt vom Torhüter von Trier, Wiszczolek. Weit nach vorne in den 16er des UFC. Aber da ist Moreno. Klärt das Ding erstmal raus. Und Derflinger behauptet die Kugel im Mittelfeld. Ja, wird zu Boden gebracht. Aber das ist kein Foulspiel. Wieder mal für den Schiedsrichter, für Vincent Schöller. Trier bleibt somit im Ballbesitz. Weit nach vorne gespielt. Rossmann geht dazwischen, wieder mal mit all seiner Körperkraft und mit seinem Positionsspiel. Ballbesitz OFC, zurückgespielt zu Ronny Marcos und der zu David Richter. Der nimmt Jopek mit, Kickers spielt nach vorne auf die rechte Seite zu Rafa Garcia. Ja, bekommt aber Druck davon im Gegenspieler und Trier holt sich die Kugel zurück. Also es ist wirklich ein schnelles, zweikampfbetontes Spiel. Können wir das so vielleicht als Zwischenfazit ziehen? Mit spielerischem Übergewicht beim OFC, da merkt man das. Etwas mehr möglich gerade im Spiel mit dem Ball. Da hat der UFC auch ein klares Übergewicht, was die Chancen angeht. Allerdings jetzt so die 100-prozentigen, die waren es jetzt eher noch nicht. Es waren so Dinger, die mal an einem richtig guten Tag reinsegeln. Aber dass wir jetzt zwangsläufig 1-0 führen müssten, würde ich so noch nicht sagen. Gabriel Weiß, der hat ein ganz schön breites Kreuz, der Junge, der Rechtsverteidiger von Eintracht Trier. Der wird jetzt wahrscheinlich ganz weit einwerfen, so weit wie er jetzt läuft. Weiß, ja, so weit kommt die Kugel gar nicht Richtung Strafraumkante. Garcia erstmal rausgeköpft und dann der zweite Ball wird rausgedroschen von Rossmann weit nach vorne. Trier dann erstmal im Defensivverbund. Ja, und dann ist es der nächste etwas leichtfertige Fehler von Trier. Das ist Franz Sinner erneut gewesen. Das ist nicht, ja, man muss es leider sagen, es ist nicht der erste Fehler, den der Sinner heute macht. Erneut der Ball direkt ins Seitenhaus. Aber Thema Fehler, den hat auch jetzt auch Julian Albrecht gemacht. Bringt so die Trier rein in die Offensive. Rossmann hat aber aufgepasst. Putzt dann für seinen Kollegen aus. Und Albrecht hat jetzt die Gelegenheit, es besser zu machen. Macht es besser. Spielt jetzt auf Jopek. Und Jopek jetzt schön rechts raus auf Jakob Lemmer. Der hat da jetzt ein bisschen Feld vor sich. Jakob Lemmer geht da Richtung Strafraumkante. Dreht sich um die eigene Achse. Jakob Lemmer dann ins Zentrum gespielt auf Albrecht. Albrecht gegen zwei Mann wird er dann gestellt. Albrecht im Fallen. Kann die Kugel noch irgendwie behaupten? Nein, geht nicht. Und jetzt sind unsere beiden Sechser erstmal aus dem Spiel. Jetzt auf unsere Viererkette. Marschierte ein Trierer Konter zu. Jetzt zentrale Position, das ist Spang, der dann jetzt rechts rauslegen wird. Aber Ronny Marcos hat da gut aufgepasst. Geht da dazwischen. Und jetzt vielleicht der direkte Gegenzug. Ronny Marcos macht da die Meter. Jetzt schon in der Hälfte der Trierer. Jetzt links raus auf Rafael Garcia auf der linken Außenbahn, der jetzt schön weitergeleitet hat. Für Ronny Marcos jetzt die Flanke hinein in den Strafraum auf den zweiten Pfosten. Aber da hat Jakob Lemmer war da ins Zentrum gerückt und hatte den zweiten Pfosten nicht besetzt.
Und so die Flanke verpufft. Trier aber mit dem weiten Schlag nach vorne, den Vincent Moreno abfangen kann. Und Julian Albrecht nimmt die Kugel wieder auf. Und es geht wirklich hin und her hier, beziehungsweise eigentlich nur hin. Denn der OFC immer wieder mit guten Angriffen von der rechten Seite. Jetzt ja der Chipversuch von Jakob Lemmer davor, aber eine kleine Kuhle im Rasen. Deswegen rutschte ihm über den Spann und landete in den Armen des Trierer Torhüters. Für uns jetzt auch mal eine kleine Verschnaufpause. Denn Wiszczulek hat den Ball in seinen beiden Händen. Es gibt den geweihten Abschlag jetzt nach vorne. Kopfballduell gewonnen von Trier, aber der Ball landet bei Jason Breitenbach auf der rechten Seite. Der ja, rückt noch ein paar Meter weiter nach vorne, versucht dann den Ball weit nach vorne zu spielen Richtung Mittellinie. Trier hat ihn zwar, schafft es aber nicht, ihn vorne wieder anzubringen. Und jetzt hört man nochmal die Triller pfeifen. Ja, das kann natürlich irritierend sein in manchen Situationen. Einwurf zunächst für den OFC. Hier haben wir den Groß, der ihn ausführen wird. Vincent Moreno. Mittwoch beim Spielertreff gewesen. Soll wohl erfolgreich gewesen sein. Und Trier im Ballbesitz auf ja, der rechten Seite mittlerweile. Versuchen sie da einen Steckpass. Ja, Albrecht kann erstmal abblocken. Und der OFC im Ballbesitz. Über die linke Seite eben. Julian Albrecht will dann einen Haken schlagen. Schafft es aber nicht, vorbeizukommen mit der Nummer 14 an Maurice Wrusch. Schade, gute Idee eigentlich von ihm. Und dann wäre ein bisschen Platz noch im Zentrum gewesen für Derfinger. Somit gibt es nur den Einwurf für SV Eintracht Trier. Das Ganze vor ihrer eigenen Trainerbank. Gibt natürlich noch ein paar Tipps vom Trainerteam. Josef Cina, der dann noch ein paar Sachen an die Spieler weitergibt. Trier auf der rechten Seite, ein bisschen klein-klein. Und es gibt den Einwurf für den OFC. Denn Jörn Albrecht stellt sich dazwischen. Garcia macht es dann ganz locker zurück zu Ronny Marcos. Und der nimmt wieder Rossmann mit. Der zurück zu Jason Breitenbach. Und vor zu Vincent Moreno. Also der OFC hat hier das Zepter ganz klar in der Hand. Nach knapp 30 gespielten Minuten steht weiterhin 0:0. Julian Albrecht wird im Zentrum gelegt und es gibt den Freistoß für Kickers Offenbach. Rossmann links raus zu Jopek. Den sehe ich da oft. Lässt sich immer wieder fallen, holt sich dann die Kugel ab auf der Ronny Marcos Position. Unfreiwilliger Doppelpass jetzt auf der linken Seite. Ronny Marcos geht nochmal dazwischen, zieht seinen Gegner mit runter. Da gibt es nochmal einen kleinen Schubser mit. Und es gibt den Freistoß für Eintracht Trier. Haben wir es nochmal in der Wiederholung. Ja, ja. Beide gehen da zu Boden. Ein kleinen Stumper, aber alles nichts Wildes. Gibt aber Ballbesitz für Blau-Schwarz. Das ist Trier, der Aufsteiger. Im Moment auf Platz 16 mit 13 Punkten. Hängt da so ein bisschen tief drin. Aber jetzt sind sie weit vorne bei uns. Ja, das gefällt uns gar nicht gut. Auf der rechten Seite jetzt der Mann mit der Nummer 32 mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Erste Torannäherung von Eintracht Trier. Der landet aber auf dem Netz von David Richter. Somit überhaupt keine Gefahr. Da hat er keinen Druck mehr hinter den Kopfball bekommen am zweiten Pfosten. Und der UFC schon wieder im Spielaufbau, Kaspar. Das ist alles schön, was wir hier sehen. Was noch fehlt, ist eben diese hundertprozentige Chance auch für den UFC, um eben ja, dieser Spielkontrolle, ich sag mal, Respekt zu zollen und somit auch ein bisschen umzumünden in die Tore. Albrecht zurück auf Jason Breitenbach. Der UFC jetzt über die Rechtsverteidigerposition. Vincent Moreno, der macht ein hervorragendes Spiel. Toller Pass jetzt in die Spitze Richtung Christian Derflinger auf der rechten Außenbahn, der jetzt ins Zentrum wieder reinspielt Richtung Jopek. Jopek mit der Flanke in den Strafraum hinein. Da ist Garcia eingelaufen, aber Dennis Wiszczulek hat da, bevor Garcia da an den Ball kommen konnte, die Kugel aufgenommen und auch schon wieder abgeworfen auf seinen Rechtsverteidiger, auf Gabriel Weiß. Körperbau, Xerdan Shaqiri kann man, glaube ich, sagen bei ihm. Rossmann jetzt aber schon wieder dazwischen. Und der UFC hat den Ball schon wieder zurückgewonnen. Sehr, sehr kompromisslose Defensivarbeit, die der UFC hier heute zum Besten gibt. Und jetzt mit Vincent Moreno über die rechte Außenbahn und Jakob Lemmer. Das Duo, das der UFC sich selber ausgebildet hat, hat aber schon wieder zurück ins Zentrum gespielt auf Rossmann. Und dann geht es wieder ganz links raus auf Ronny Marcos. Der UFC versucht jetzt wirklich, den Gegner zurechtzulegen. Rafael Garcia, dann geht es aber wieder ins Zentrum auf Jopek und dann wieder auf Jason Breitenbach. So schiebt sich der UFC hier die Kugel zu, sucht dann immer wieder nach den Lücken, ist dann aber auch geduldig genug, die Angriffe dann auch wieder abzubrechen. Jetzt der Ball in die Spitze Richtung Jakob Lemmer, der mit dem Kopf dann verlängert. Und bei Dejan Bosic sollte die Kugel dann letzten Endes ankommen. War dann aber eher Dennis Wiszczulek, der da als erstes an den Ball kommen konnte. War Bosic vielleicht ein klein bisschen überrascht von dieser Aktion. Trotzdem, da ging die Stimme kurz wieder hoch.
Denn das sah wieder nach Torgefahr aus. Jetzt vielleicht die Trierer sich da erneut dem Offenbacher Gehäuse annähern wollen. Pass in die Spitze Richtung Grundlinie der Breitenbacher, den Körper dazwischen. Und da kann der Trierer dann nie und nimmer rankommen. Ich glaube, das war Dominik Kinscher, der da den Ball nicht bekommen konnte. Oder ist es der Mann mit der Nummer 3? Kevin Heinz ist jetzt auf die Distanz nicht zu sehen, da wir die Rückennummer nicht sehen können. Ich glaube, es ist Kevin Heinz gewesen. Der linke Schienenspieler, der linke Flügelverteidiger bei Trier. Das alles erzähle ich, während der UFC sich in der eigenen Hälfte den Ball zuschiebt. Rossmann, der jetzt mal ein bisschen antribbelt. Dann schaut, wo er hinspielen kann. Dann geht es wieder auf Jopek, der Sechser. Und wieder zurück auf Rossmann. Trier an der Mittellinie, da sind dann diese drei Stürmer, die sie heute aufgestellt haben. Da warten sie dann, dann geht es ins Mittelfeldpressing rein, wenn der UFC da Mittellinie überspielt. Aber das haben sie jetzt gut gemacht mit Vincent Moreno, der jetzt ins Zentrum reinzieht. Leichtfüßig Vincent Moreno, zweite Welle mit Albrecht Garcia, zentrale Position. Jetzt könnte er links rausverteilen auf Ronny Marcos. Macht auch Ronny Marcos ein bisschen Platz zum Flanken, aber noch weit weg vom Tor. Deswegen erstmal wieder zurückgespielt auf Rafa Garcia. Und jetzt Jopek, halblinker Raum, jetzt geht er rein ins Zentrum. Jopek, dann aber mit dem Ballverlust. Und jetzt könnte Trier schnell umschalten mit Omosania. Dann jetzt rechts raus auf Brandscheid. Ich hätte jetzt auf Abseits vermutet, aber hat der Schiri die Fahne unten gelassen. Jetzt der Schuss aus der Distanz, aber der geht viele Meter übers Tor. Das kann man, glaube ich, nicht mal als Torchance verzeichnen. Da hat Dominik Kinscher, glaube ich, abgezogen. Den Ball auch nicht ganz sauber getroffen. Ging sogar übers Fangnetz, dann auf die Glabspreu-Tribüne. Und der OFC also wieder gefordert im Spielaufbau. Mit Julian Albrecht. Rechts rausgelegt zu Vincent Moreno, der sehr gut im Spiel ist. Zurück zu Jason Breitenbach. Ja, Trier steht dann auch in der Verteidigung ganz gut. Das sieht man ja auch bisher am Ergebnis. Der UFC mit sehr, sehr viel Ballbesitz. Bisher noch nicht die Chance, um hier das 1:0 zu erzielen. Vielleicht jetzt mal Bosic, aber bleibt auch wieder hängen. Garcia arbeitet mit und Bosic genauso holt sich den Ball zurück. Albrecht ein bisschen Platz zum Schuss. Schade. Der geht dann aber doch 3 Meter links am Tor vorbei. Ansatzlos. Dieser Schuss aus der zweiten Reihe von Julian Albrecht. Fasst sich da einfach an Herz. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Gut nachgesetzt auch von Dejan Bosic. Und sieht dann, dass Albrecht ein bisschen Platz hat. Der zieht ab. Ah, geht dann doch ein paar Meter weit am Tor vorbei. Trotzdem, gute Annäherung. Warum nicht auch mal aus der Ferne versuchen, wenn es mit den Zuckerpässen nach vorne nicht passt? Muss es eben auch mal die Brechstange sein. Leider segelt diese Brechstange nicht ins Tor. Weiter Ball jetzt vom Torhüter von Wiszczolek Richtung Stürmer. Der hat dann schon abgelegt. Und Trierer mit einer Doppelpass-Kombination im Versuch. Aber Ronny Marcos hat er gut aufgepasst. Hat jetzt an der eigenen Grundlinie den Ball. Schlägt ihn dann weit nach vorne. Oder was heißt weit nach vorne? Zumindest grob aus der eigenen Hälfte raus. Jopek nimmt dann die Kugel letzten Endes auf. Auf der Linksverteidigerposition. Hat dann nach vorne gespielt Richtung Bosic, der mit dem Kopf ablegen wollte. Links raus auf Garcia. War aber nicht präzise genug. Der UFC hat dann aber durch eine gute Zweikampfführung von Ronny Marcos nach einem langen Ball der Trierer die Kugel schon wieder zurück und kann dann jetzt wieder in Ruhe das Spiel aufbauen, ganz in Ruhe, weil Trier dann eben erst ab der Mittellinie so richtig ernsthaft dem UFC ein bisschen Druck macht. Immer wenn es über die Mittellinie drüber geht, dann wird der UFC ein bisschen gejagt, aber findet er trotzdem immer wieder die Lücken, vor allem Vincent Moreno, der heute wie aufgedreht spielt, hat ja ohnehin schon starke Leistungen gezeigt, heute haben wir wirklich nochmal extra viel Freude an ihm, immer wieder setzt er da die Antritte, reißt damit dann die Lücken und jetzt der UFC aber über links, Rafa Garcia ist da aufgedreht und hat jetzt links rausgespielt auf Ronny Marcos, der hat jetzt ein bisschen Platz zum Flanken, Flanke kommt rein auf den zweiten Pfosten, da ist Derflinger eingelaufen und drückt den Ball dann Richtung Tor, aber hat da nicht genug Wucht draufbringen können auf diesen Kopfball. Und so musste Dennis Wiszczolek da zwar hin, aber eine großartige Prüfung war es jetzt nicht für ihn. Das war einer zum Warmbleiben, denn so langsam ist auch auf Bibershöhen der Winter eingezogen. Langsam wird es etwas frischer. So ist es. Ich habe auch gerade mal meine Hände in meinen Jackentaschen vergraben. Es gibt Einwurf Trier auf Höhe der Mittellinie. Und 10 Minuten noch. Offiziell in Halbzeit 1. Was soll man sagen? Der UFC hat die absolute Spielkontrolle. Das kann man auf jeden Fall schon mal verzeichnen. Es fehlen noch die perfekten Ideen. Also es tut sehr gut, dazu zu schauen. Es ist wirklich ein schönes Fußballspiel, was der UFC hier präsentiert. Viele Ballverlagerungen auf links und rechts. Immer wieder Flanken, die reinkommen. Aber SV Eintracht Trier verteidigt das bisher sehr, sehr gut da hinten weg. Das heißt, die ganz großen Chancen stehen hier noch nicht auf meinem schlauen Zettel. Ein paar habe ich aufgeschrieben, aber das waren dann doch eher die unzwingenderen Dinger.
Und Kickers kommt über die Zentrale mit Björn Jopek, links weiter geschoben auf Ronny Marcos. Der treibt die Kugel weiter voran. Jetzt noch eine Station weiter links raus auf Rafa Garcia. Der zieht in die Mitte, hat den Ball auf dem rechten Fuß, aber legt nochmal links raus zu Ronny Marcos. Jetzt 2 gegen 2, Ronny Marcos und Garcia gegen 2 Trierer. Und Garcia muss den Ball nochmal zurückschieben, denn Trier steht ja in der Tannenbaumformation, da in der Verteidigung. Macht die Räume da vorne sehr, sehr eng. Lemmer jetzt über die rechte Seite mit Vincent Moreno. Der hat ein bisschen Platz zum Flanken. Ja, die setzt er aber nicht perfekt an. Schade, da kommt Bosic nicht mehr dran. Landet in den Armen bzw. in den Händen von Wiesczolek. Und das ist nun mal der Torwart von SV Eintracht Trier, der jetzt nach vorne schaut. Ja, wo kann er hinspielen? Weit und lang über die Mittellinie. Der ist ganz schön lang in der Luft, dieser Ball. Und Trier kann die Kugel behaupten. In der Zentrale jetzt viel Platz. Achtung. Immer noch Trier. Rechts rausgelegt jetzt. Zumal mit der Nummer 7. Der hält einfach mal drauf aus spitzen Winkel. Zappelt aber nur am Außennetz. Keine große Gefahr für David Richter. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. Könnt ihr euch anschauen. Nummer 7 einfach mal abgezogen. Aber den hat David Richter direkt gesehen, dass der nicht aufs Tor kommt, sondern nur ans Außennetz. Nächste Annäherung der Trierer auf das Offenbacher Tor, aber auch das ist nicht wirklich zwingend. Es fehlen hier wirklich diese hundertprozentigen. Offenbach arbeitet wirklich dran mit Rossmann auf die linke Seite gelegt, immer wieder zu Ronny Marcos, der sich die Kugel so ein bisschen weit vorlegt. Trier kann sich die Kugel also zurückholen. Im Zentrum jetzt Rafa Garcia, kriegt einen Ellbogen-Check-up und es gibt Freistoß. Hat er clever gemacht, hat er so ein bisschen gezogen und ja, er zwingt dann quasi, dass der Mann mit der Nummer 14, Maurice Wrusch, so ein bisschen ausschlägt nach hinten. Das nimmt er gut an und es gibt den Freistoß OFC. Hatte da eigentlich wenig aussichtsreiche Aktien in diesem Zweikampf. Kam nur aus einer ganz schwierigen Position, aber wie der Marius gesagt hat, sehr clever gespielt. Ich kann da vielleicht noch gerade verkünden, der Marius wird ja dann gleich ein bisschen alleine moderieren müssen, denn ich gehe schon mal den Patrick Würl abholen. Den wollen wir ja gleich in der Halbzeitpause interviewen. Das heißt, da werden wir kurz ins Halbzeitbild reingehen dann und dann aber eben ja, hoffentlich relativ zeitnah in der Halbzeitpause mit Patrick Würl ein bisschen sprechen können über das Spiel heute Abend, über seine Karriere, über seine Zeit beim OFC. Da könnt ihr euch also hoffentlich drauf freuen. Und der OFC kann uns vielleicht bis dahin noch das 1:0 schenken. Derflinger mit dem Versuch, mit der Hacke Ronny Marcos einzusetzen, hat nicht ganz geklappt. Der OFC hat den Ball aber schon wieder früh zurückgeholt mit Albrecht, der jetzt rechts rauslegt auf Vincent Moreno. Der macht jetzt wieder die Meter, nimmt jetzt wieder auf der rechten Außenbahn. Jakob Lemmer mit die beiden Jungspunde machen da mächtig Betrieb. Dann erstmal zurückgespielt auf Albrecht. Der muss da jetzt reinkriechen, um noch an die Kugel dran zu kommen. Und auch Derflinger mit allerletzter Fußspitze noch irgendwie am Ball. Gegenpressing vom OFC zieht Jopek. Kriegt dann die Kugel da aber nicht ganz. Trotzdem die Trierer da gerade im Gegenpressing vom OFC nicht immer sicher. Und jetzt der Befreiungsschlag auf die rechte Seite. Aber Garcia hat da den Körper erstmal reingestellt. Rafa Garcia. Und dann gibt es einen Freistoß. Und ich fürchte gegen ihn. Und er mag es nicht wahrhaben. Ich habe es aber schon so ein bisschen befürchtet. Ja, da war generell relativ wenig, was man zwangsläufig hätte abpfeifen müssen. Ja. Rafa Garcia mag es nicht wahrhaben, wird dann aber den Freistoß für Trier geben. Dann erstmal wieder zurückspielen zu ihrem Torhüter, zu Dennis Wiesczolek. Der hat viele Ballkontakte in Durchgang 1. Verteilt die Kugel da gut auf seinen linken Flügelspieler. Moreno hat dann erstmal das Kopfballduell gewonnen. Und jetzt auf der rechten Außenbahn wieder der Lemmer Express unterwegs. Der jetzt in die Spitze Richtung Moreno spielt. Der jetzt schon in der Grundlinie, kann die Kugel da irgendwie behaupten. Leider nicht. Schiedsrichter sagt, Ball gespielt bei dieser Aktion gegen Vincent Moreno. Ja, würde ich sogar mitgehen. Und Trier jetzt vielleicht im Umschaltspiel, das haben sie erstmal gut ausgespielt, jetzt im Zentrum haben sie da ein bisschen Feld vor sich. Jetzt auf die rechte Außenbahn, da ist Ronny Marcos, der jetzt erstmal hier gegen Gabriel Weiß in den Zweikampf gehen muss. Gabriel Weiß, der dann ins Zentrum reinzieht, Ronny Marcos erstmal aussteigen lässt, dann wieder ins Zentrum spielt. Jetzt der Pass Richtung Strafraumkante, toll verlängert im Strafraum, jetzt schon am Ball und heute getunnelt, 1:0 Eintracht Trier. Ei. Würde ich gerne nochmal ins Replay reingucken bei dieser Szene. Da haben sie einen Angriff mal wirklich ganz, ganz sauber zu Ende gespielt. Super verlängert, da auch von Mann mit der Nummer 18, von Kinscher. Geistesgegenwärtig leitet er den Ball da weiter. Rafael Garcia geht da nicht mit seinem Gegenspieler. Mit Maurice Wrusch und der ist dann frei im Strafraum. Tunnelt David Richter und schiebt zum 1:0 für Eintracht Trier ein. Der erste wirklich brandgefährliche Angriff der Trierer ersitzt. Sie haben sich mehr Effektivität gewünscht. Die haben sie jetzt an den Tag gelegt.
Und der OFC muss dieses Spiel biegen, eventuell noch in den letzten Minuten von Durchgang 1, mindestens aber dann in Durchgang 2. Ja, so sieht's aus, Kaspar. Das ist natürlich jetzt aus dem Nichts, ne? Also noch nie hat es besser gepasst. Trier bisher vor unserem Tor wirklich noch nicht ganz gefährlich geworden. Das war sehr gut gespielt, gut durchgesteckt und dann war er auf einmal frei vor David Richter und vollendet zum 1:0 für Trier. Moroni Marcos jetzt nach vorne in die Spitze gespielt zu Derflinger und Trier erobert sich schon wieder den Ball. Auch für unsere Mittellinie jetzt nach vorne in die Spitze gespielt. Immer mit der Nummer 18 ist das. Moroni Marcos geht aber dazwischen und es gibt keinen Elfmeter dafür. Es gibt Abstoß. Eieieiei. Natürlich nicht. Also das hat er sich einfach auf den Boden gelegt, Moroni Marcos, der den Ball spielt. Das ist gar keine Diskussion. Es geht weiter mit Ballbesitz. OFC, Maximilian Rossmann. Björn Jopek zurück zu Rossmann. Und der zu Jason Breitenbach. Und der OFC hatte eben und hat immer noch diese völlige Spielkontrolle. Einmal gut ausgekontert worden. Und das tut natürlich jetzt vor der Halbzeit, so kurz vor der Halbzeit, sehr, sehr weh. Ich bin mir aber sicher, wenn der OFC so weitermacht, wird er sich auch noch die Chancen erarbeiten, die er braucht, um eben dieses Tor zu erzielen. Rafa Garcia, ja, Ballverlust da auf der linken Seite gegen zwei Gegner, wird jetzt angeschossen. Ronny Marcos geht nochmal dazwischen und es gibt den Einwurf für Eintracht Trier. Das Ganze ja, knapp etwas mehr als zwei Minuten vor der Halbzeit offiziell und Kaspar verabschiedet sich, glaube ich. Genau, ich verabschiede mich für Durchgang 1 erstmal von euch. Hoffe, dass der Marius das einfach in Solistenrolle hier noch schnell das 1:1 reinbabbelt, damit wir einen etwas entspannteren Halbzeit-Talk haben können. Aber dann sehen wir uns gleich am Spielfeldrand wieder. Ja, vielen Dank, Kaspar. Viel Spaß dir mit Patrick Wöhl. Bin gespannt, was er erzählen wird. Super, danke. Der OFC im Ballbesitz, im Zentrum, extrem schwer, da gegen Trier, gegen dieses Bollwerk, was sie hinten aufgereiht haben, durchzukommen. Und es gibt den Freistoß für den OFC auf der linken Seite, denn Björn Jopek wurde gefoult. Lässt dann aber erstmal den Ball liegen und Christian Derflinger wird übernehmen, um also nochmal diese Chance zu erzwingen. Christian Derflinger hebt den rechten Arm, wartet jetzt auf Bewegung da im Strafraum, zieht die Kugel dann in Richtung zweiter Pfosten. Ja, Bosic kommt auch dran in den Ball. Der Ball segelt dann aber von seinem Kopf sehr weit ins Aus und es gibt den Abstoß für SV Eintracht Trier. Minute 45 angebrochen, 1:0 steht es für die Trierer, die in der 41. Minute durch Wrusch zum Erfolg kamen gegen David Richter, gegen unsere Hintermannschaft. Das war ein schöner Pass in die Spitze. Und so wurde der UFC einmalig in dieser Halbzeit überspielt und schon, beziehungsweise, ja, dann ist das 1:0 eben aus Trierer Sicht passiert. Abschuss jetzt, landet auf den Kopf von Albrecht, der auf die rechte Seite weiter zu Jakob Lemmer. Dreht sich noch einmal um sich selbst. Lemmer gegen zwei behauptet den Ball und spielt zurück zu Albrecht, der weiter zu Jason Breitenbach und der wiederum zu Rossmann. Über links dann etwas Platz für Ronny Marcos. Trier ist schon wieder auf der Bewegung nach hinten in ihrer Fünferkette. Rafa Garcia zieht jetzt mal in die Mitte mit dem Chipball in Richtung Derflinger. Schade, wollte er verlängern im Strafraum, landet aber erstmal dann der Abraddernde bei Julian Albrecht, der zu Jason Breitenbach weiter auf die rechte Seite zu Vincent Moreno. Mit der Flanke zu Dejan Bosic, mit dem Rücken zum Tor. Nochmal rechts rausgelegt zu Jakob Lemmer. Versucht es mit links zu Garcia. Der erwischt den Ball nicht richtig. Hat es da versucht, per Volley zu nehmen. Aber schwer zu timen, diese Direktabnahme von Rafa Garcia. Ärgert er sich natürlich. Und es gibt erstmal nur Einwurf für den OFC. Ronny Marcos, ein Fall für ihn. Wo kann er hinspielen? Wartet jetzt, bis Dejan Bosic sich freiläuft und den Ball verlängert in den Strafraum. Trier kann erstmal klären. Weit raus da. Und Jason Breitenbach schafft es nicht, die Kugel wieder nach vorne zu bringen. Trier auf dem Weg auf der linken Seite in Richtung David Richter. Der OFC schon wieder nach hinten, aber Trier weiter im Ballbesitz auf der linken Seite. Jetzt gehen sie dazwischen und es gibt den Abstoß für den OFC. Im Endeffekt sehr gut geklärt dann von der Hintermannschaft von Kickers Offenbach. Die Partie ist schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ich habe gerade nicht gesehen, was der Schiri angezeigt hat, aber ich glaube, er hat nichts angezeigt und somit geht es leider mit einem 0:1 aus OFC-Sicht in diese Halbzeit. Wir hören uns in 15 Minuten wieder und ihr hört in der Halbzeit gleich Kaspar mit Patrick Wöhl zum Halbzeit-Talk. Bis gleich.
1:0 liegt der OFC also hinten gegen Eintracht Trier zur Halbzeit. Nicht ganz das Ergebnis, was wir uns wünschen. Was uns allerdings sehr freut, ist, dass jetzt Patrick Wöhl bei uns steht. Einer, der vor einigen Jahren, ich glaube vor über 20 Jahren mal für den OFC geschnürt hat. Und das ist jetzt auch zuallererst die Zeit, wo wir drauf zurückblicken wollen. Patrick, erstmal willkommen in Offenbach. Schön, dass du da bist. Und dann der Blick zurück. Ich glaube, das war wie eigentlich immer beim OFC. Du warst in der Zeit beim OFC, wo es ganz schwierig und ganz ungemütlich war. Nimm uns mal so mit, vor allem die Zeit nach dem Zweitliga-Abstieg. Da warst du ja bei uns auch. Ja, also es ist wirklich ganz besonders. Freut mich auch hier wieder mal auf dem Berg zu sein, wo ich heute aus München angefahren bin. Schon ein bisschen Gänsehaut gehabt und Freitagabend mega geil. Ja, die Zeit vergeht schnell und ich war damals in der Tat, 2000 bin ich gekommen auf den Berg nach dem Abstieg und hatten große Ziele, auch eine Top-Mannschaft. Es war rückblickend das spannendste halbe Jahr meiner Karriere, also in 6, 7. Das war sehr positiv ausgedrückt. Ereignisreich, sag ich mal. Mit ganz, ganz vielen Trainerwechseln und ja, ganz skurrilen Geschichten. Am Ende ist dann doch alles gut geworden. Wir hatten mit dem Ramon Berndro dann einen Trainer, der das geschafft hat, uns alle ja, sehr gut zu führen und ganz zielstrebig auf den Erfolgsweg zu bringen. Und dann war es im Nachhinein eine sehr ereignisreiche und auch eine ganz tolle Zeit beim Offenbacher Kickers. Ja, damals einer der Protagonisten, die dafür gesorgt haben, dass der OFC dann nicht in die Oberliga abgestürzt ist, war Ramon Berndroth. Aber wenn man so in die Zeit zurückdenkt, das war dann so, ich glaube, zur Winterpause hin auf dem Tabellenplatz 18 und dann hat man es eben mit einer Serie an guten Ergebnissen noch geschafft, da unten sich so ein bisschen rauszuarbeiten. Und ich habe mal nachgeschaut, du hattest da schon relativ kräftigen Anteil dran. Ich meine, jeder einzelne Sieg nach dem Kalenderwechsel, also im Jahr 2001 dann, war mit einem Treffer von Patrick Wöhl versehen. Ja, es war eine gute Zeit, also keine Frage, war mega erfolgreich, hat einfach super gepasst. Wir hatten eine tolle Mannschaft oder wirklich sehr gute individuelle Spieler. Und wir haben es vor allen Dingen auch geschafft, was im Fußball, glaube ich, auch immer elementar ist, als Mannschaft. Du musst eine Mannschaft sein, jeder seine Stärken einbringt und wir hatten es damals sehr gut geschafft mit dem Ramon als Coach, dass er uns sehr gut eingestellt hat und die individuellen Stärken von einzelnen Spielern da sehr gut eingebracht hat und da war ich halt als Stürmer dafür auch verantwortlich, ab und zu mal richtig zu stehen und mal ein Tor zu machen. Leider kann man ja sagen, nur 2 Jahre bist du dann bei uns gewesen. Was ist denn so in der Zeit danach noch passiert, fußballerisch und vielleicht dann auch nach deiner aktiven Karriere? Ja, das stimmt. Also rückblickend waren die 2 Jahre natürlich super spannend und hat mir auch sehr viel Lebenserfahrung gebracht. Bin dann 2002 in die zweite Liga gewechselt, nach Reutlingen über Lübeck, ein paar Stationen im Norden Deutschlands, Holstein Kiel, Dynamo Dresden und dann auch nach Regensburg noch gewechselt. Hab dann mit 32 auch meine aktive Karriere beendet. Spiele heute noch ein bisschen bei den alten Herren bei Bayern München für Benefitspiele und auch in der normalen Saison. Aber die Zeit damals ist sicherlich unvergessen. Und jetzt heute also zu Gast in der Legendenloge von Achim Enders. Da auch nochmal ein fettes Dankeschön in die Richtung gerichtet. Und du hast jetzt eine erste Halbzeit gesehen, wo der OFC mit 0:1 Rückstand rausgegangen ist. Ich würde aber trotzdem sagen, der OFC, die etwas überlegene Mannschaft. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ja, absolut. Also auch an dieser Stelle von mir persönlich, lieber Achim, ist eine mega Aktion, was du da machst. Alte Spieler da wieder zusammenzuführen und ist ein super Erlebnis. Zum Spiel, klar, die OFC hat dominiert, war auch überlegen, feldüberlegen. Es gab wenig Chancen, muss man dazu sagen, insgesamt auf beiden Seiten. Dann macht Dreh hier leider das 0:1. Aber ich denke, in der zweiten Halbzeit war immer die Stärke des OFC, in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen eine Schippe draufzulegen und auch mit den Fans, die ja, einzigartig sind, glaube ich, dass wir in der zweiten Halbzeit noch eine gute Möglichkeit haben, hier ja, das Spiel zu drehen. Dann bist du ja mit dem Ergebnistipp jetzt schon quasi halb um die Ecke gekommen. Was sagst du, wie geht das Spiel heute aus? Ja, also ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass der OFC gewinnt. Da ist aber natürlich eine gewisse Leistungssteigerung notwendig, dass einfach die optische Überlegenheit auch in Chancen umgemünzt wird. Aber ich denke, ich bin optimistisch und tippe mal auf ein 2:1. Gut, dem können wir uns auch anschließen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, lieber Patrick. Und ihr könnt jetzt noch ein bisschen auf die weiteren Termine des Wochenendes schauen, wo ihr so schauen könnt, was die anderen Mannschaften des OFCs noch so treiben.
Wir melden uns. Wir melden uns zurück nach kleinen Irritationen im Stream. Haben wir aus Versehen nochmal das Intro abgefeuert. Aber jetzt sind wir wieder live da. Der UFC hat eine Aufgabe zu lösen für Durchgang 2. 0:1 liegt man hinten nach dem Treffer von, ich glaube, Maurice Wrusch war es. Der UFC wird dafür nochmal personell reagieren. Christian Derflinger ist runtergegangen, der Spielmacher. Und dafür ein neuer Spielmacher mit der Rücknummer 10, Semir Šarić, auf dem Feld. Der soll jetzt in Durchgang 2 nochmal das Offensivspiel beleben. Der UFC in Durchgang 1 die tonangebende Mannschaft gewesen, die bessere Mannschaft gewesen. Aber was zählt das, wenn man nach Toren 0:1 hinten liegt? Eintracht Trier mit der ersten richtig ernstzunehmenden Chance in Führung gegangen. Und der UFC jetzt am Ball. Zweiter Durchgang ist eröffnet. Und Rossmann mit einem weiten Schlag Richtung Strafraum Kante. Dejan Bosic erstmal abgelegt Richtung Albrecht. Zweiter Ball ist bei Šarić Richtung Bosic, der dann nochmal versucht, den Ball Richtung Tor zu bringen. Ein bisschen Uneinigkeit da im Strafraum. Und Trier kann es dann erstmal klären. Rossmann hat aber erstmal aufgepasst. Und jetzt sollte es den Freistoß für den OFC geben. Jopek wurde da umgehauen. Und es gibt ein Banner, das da hochgehalten wird. Es gibt, also ich kann nicht alle Worte dieses Banners wiedergeben. Ich kann aber sagen, dass es ein Banner ist, das vielleicht in etwas drastischer ausgedrückt, als ich das vielleicht sagen würde, ungefähr meine Meinung zu dieser Weltmeisterschaft ausdrückt. Ich glaube, das kann man soweit sagen, Marius. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Ein Zeichen also unserer Fans, unserer aktiven Fanszene. Freistoß jetzt, Garcia, kommt auch gut. Aber leider geht er vorbei, während Trier im Block zündelt. Es geht also weiter mit einem Abstoß für ja, besagten SV Trier, der weiterhin mit 1:0 führt. Abschluss jetzt also für Wiszczulek. Der UFC hat gewechselt. Semir Šarić jetzt neu im Spiel für Derflinger gekommen. In der Zentrale. Und der UFC auf der Bewegung nach vorne, auf dem Weg auf der rechten Seite. Lemmer. Ja, geht zwar vorbei am Gegenspieler. Und dann hat er Pech, dass er den Ball noch nicht mitbekommt. Und der Gegner hat Glück, dass er auf einmal unter seinem Bauch landet. Einwurf gibt es für Kickers Offenbach und ein Trierer rennt in unseren Trainer rein, der Ersan Palatan. Ihr habt es da unten gesehen. Ersan aber stabil geblieben. Das kann ihn nicht umwerfen. Gab dann auch Shakehands, war auch keinerlei Absicht des Trierers. Kinscher da dabei. Denkt man sofort an diese Szene zwischen Abraham und Streich in der Bundesliga. Das ist jetzt glimpflich ausgegangen. Ja, und dann wird auch nochmal darauf hingewiesen seitens der Waldemar Kleintribüne mit einem Banner, dass man doch bitte diese Verbände neu organisieren sollte. Und auch das habe ich jetzt etwas vorsichtiger ausgedrückt, als die Waldemar macht. Und der UFC im Strafraum mit Šarić mit dem Außenrissabschluss. Ein etwas zufällig entstandener Abschluss für den UFC. Šarić mit dem Außenriss links am Tor vorbei, streicht da die Kugel. Erste richtig gute Chance in Durchgang Nummer 2 für den UFC. Können wir nochmal reinschauen in die Zeitlupe. Da fällt da Šarić vor die Füße und er versucht ihn da so über den Außenriss rutschen zu lassen. Ball geht aber dann doch ein Meter oder etwas mehr auch am Tor von Denis Wiszczulek vorbei. Trotzdem, in der Taktung darf es jetzt gerne weitergehen, was Chancen für den UFC angeht. Ronny Marcos bekommt da jetzt ordentlich einen auf den Knöchel. Liegt da jetzt auch am Boden. Sein Gegenspieler erkundigt sich dann nochmal nach dem Wohlbefinden von Ronny Marcos. Bekommt jetzt auch eine unmissverständliche Ansage vom Schiedsrichter, dass er, wenn er sowas nochmal abzöge, er dann die gelbe Karte sehen würde. Spiel läuft aber schon wieder Breitenbach auf Rossmann. Und Rossmann, der jetzt ein bisschen nach vorne läuft, jetzt schon in die Trierer Hälfte reingeht. Halblinker Raum, dann auf Rafa Garcia. Alles so im linken Halbraum. Garcia jetzt einmal aufgedreht. Und der Versuch, Ronny Marcos links außen einzusetzen, gibt den Einwurf für den OFC auf der Verlängerung der 16er-Linie. Ronny Marcos wirft dann erstmal zurück auf Rossmann. Und Rossmann dann auf Jason Breitenbach. Zentrale Position. Der Jason hat das Spiel jetzt vor sich. Dann jetzt an die Strafraumkante gespielt zu Albrecht, der den Ball aber nicht festmachen kann. Befreiungsschlag von Trier, landet aber nur bei Vincent Moreno in der Rechtsverteidigerposition. Dann geht es wieder zurück auf Breitenbach. Ja, und Breitenbach und Moreno, sehr gut spielen die da zusammen in der Verteidigungsreihe. Insgesamt, ja, einmal konnten sie überwunden werden. In der Halbzeit 1, in der Minute 41, deswegen führt auch Trier mit 1:0. Aber der UFC hat einiges vor an dieser zweiten Halbzeit. Schnelle Bewegungen nach vorne, auch die Einwürfe wollen sie sofort ausführen. Hier ein schnelles Tor erzielen in dieser zweiten Hälfte. Trier sozusagen überraschend, dass sie gar nicht erst reinkommen in diese zweite Hälfte.
Ballbesitzstatistik, würde ich mal sagen. Oh, schön. 70% und schöner Pass jetzt auf Ronny Marcos. Der mit dem Ball nach innen, aber der wird leider wieder abgeblockt. Schade. Super Pass von Garcia da zum durchgestarteten Ronny Marcos. Aber nicht mit Erfolg am Ende. Aber der UFC holt sich die Kugel schon wieder mit. Bjorn Jopek in die Spitze gespielt zu Dejan Bosic. Der ist zu steil für ihn. Schade. Wiszczulek holt sich da die Kugel und beruhigt dann das Spiel wieder etwas. Aber man sieht, der UFC hat sich in der Kabine nochmal richtig eingeschworen. Will hier diesen schnellen Treffer in der zweiten Halbzeit erzielen, um hier wieder quasi eine 0-0-Situation zu erschaffen. Vincent Moreno stellt sich gut rein. Und jetzt gibt es Einwurf, weil er noch einen Fuß dran war. Ja, Vincent Moreno war da noch mit dem Fuß dran. Hat schon seine Richtigkeit. Heinz darf dann, Kevin Heinz, der linke Flügelverteidiger der Trierer, darf dann einwerfen auf der linken Außenbahn. Jetzt in die Spitze gespielt. Breitenbach, der dann von seinem Gegenspieler, von Michael Omosanya, umgehauen wird. Der bullige Stürmer der Gäste, der sich da viel abrackert, viel bemüht. Aber die beiden Innenverteidiger, Jason Breitenbach und Rossmann, sind da wirklich Ansprechpartner für ihn, an denen er noch wenig Freude hat. Jetzt aber der Ballgewinn für Trier im Aufbauspiel der Offenbacher Kickers. Und Trier jetzt mit dem Umschaltspiel. Zentrale Position, da setzt er jetzt den Antritt. Jetzt der Pass in die Spitze Richtung Grundlinie. Aber da kann er, glaube ich, nicht rankommen. Doch, Ronny Marcos muss noch zur Kretsche ansetzen. Und so gibt es den Eckball. Ja, da haben sie sich ein Laufduell geliefert. Jan Brandscheid mit enormem Tempo da nochmal angelaufen gekommen. Ihr seht jetzt, glaube ich, auch im Stream, falls ihr euch das Bild dazu gekauft habt, dass es etwas nebliger wird. Das ist das Ergebnis davon, dass die Trierer, wie es der Marius vorhin gesagt hat, ein bisschen was angezündet haben im eigenen Block. Auch diese Ecke präsentiert von Peli Protect und Franz Sinner. Der großgewachsene Innenverteidiger wird wohl diese Ecke treten, etwas überraschend. 1,87 groß, den hätte ich jetzt eher in der Box vermutet, aber gut. Der wird jetzt mit links den Ball hineintreten. Aber da liegt ein Offenbacher erstmal im Strafraum am Boden. Ich glaube, das ist Jopek, jetzt auf den ersten Blick. Ja, der hat da einen Faustschlag abbekommen, zeigt der gerade an. Wir haben das jetzt nicht im Blick gehabt, Marius, oder hast du etwas gesehen? Hab's auch nicht gesehen, erst dass du es erwähnt hast, dass er auf dem Boden liegt. Hab mich da auf die Ecke konzentriert. Jopek wird jetzt, ja, wieder aufgeholfen. Oh, oh, oh. Ja. Gibt die gelbe Karte für Omosanya. Also wir beide haben es nicht gesehen, aber der Schiedsrichter scheint es gesehen zu haben. War wohl eine kleine Tätigkeit, beziehungsweise was auch immer das war von Omosanya. Eckball wird aber dennoch ausgeführt. Also Franz Sinner mit dem linken Fuß zum Tor hin wird er ihn jetzt hineintreten. 52. Minute. Eintracht Trier im Nebel des eigenen Fanblockes. Jetzt mit dem Versuch, hier was Gefährliches zu initiieren. Da hebt er jetzt die Hand. Jetzt kommt er reingeflogen auf den ersten Pfosten. Etwas durchgerutscht am zweiten Pfosten. Nochmal ein Abschluss. Die Offenbacher haben es noch nicht ganz geklärt. Und ja, Vincent Moreno auch, der hat es noch nicht gut geklärt. Jakob Lemmer kann ja die Kugel irgendwie behaupten. Ja, kriegt den Freistoß zugesprochen. In der eigenen Rechtsverteidigerposition der UFC in der eigenen Hälfte hat der Jakob den Freistoß rausgeholt. Und so die Gelegenheit, das Spiel jetzt wieder in Ruhe aufzubauen. Trier hat sich wieder ganz zurückgezogen. Wieder im klassischen 5-2-3 gegen den Ball erwarten sie da den UFC. Ganz dicht massiert, ganz dicht am eigenen Strafraum. Die zwei zentralen Mittelfeldspieler auch wirklich direkt vor der eigenen Kette. Und da muss der UFC eben die Lösung finden. Jetzt der tolle Ballgewinn von Jakob Lemmer nach einem Fehlpass im Aufbauspiel. Aber Lemmer kann die Kugel dann nicht final behaupten. Nächster langer Schlag in die Spitze. Jason Breitenbach wird da umgehauen von Omosanya. Und er kann es nicht wahrhaben, der muss jetzt natürlich aufpassen, ist ab jetzt gelb vorbelastet. Das war jetzt definitiv kein Foul, wofür er vom Platz fliegen sollte, definitiv nicht. Aber ab jetzt schwingt eben bei ihm diese Gefahr immer mit. Ja, und das Foul reicht eben für einen Freistoßpfiff vom Schiedsrichter. Und der UFC somit wieder mit dem Ball in den eigenen Reihen. Rossmann verlagert das Spiel jetzt etwas mehr auf die rechte Seite. Jürgen Albrecht im Zentrum jetzt zu Bjorn Jopek. Der links raus zu Ronny Marcos. Ronny Marcos fiel vor dieser Partie auch mal wieder. Oder beziehungsweise schon wieder. Zurück zu Šarić jetzt gespielt. Alles immer noch auf der linken Seite. Jetzt im Zentrum zu Jopek. Der versucht es dann mit dem Direktpass wieder zu Šarić. Kommen aber da nicht durch. Und Trier gewinnt den Ball im Aufbauspiel. Jopek wirft sich dazwischen. Es ist ein Foulspiel und das ist ein Freistoß für SV Eintracht Trier. Das Ganze, ja, noch in ihrer eigenen Hälfte. Der Spieler bleibt da erstmal auf dem Boden liegen, hat sich da ein bisschen mehr wehgetan. Jopek im Gespräch mit dem Schiedsrichter und auch mit seinen Gegnern. Und somit gibt es erstmal, wie gesagt, den Freistoß für Eintracht Trier, während sich der Spieler der Trierer noch berappelt, hat sich da wohl schon ein bisschen wehgetan am Fuß. Kann aber weitergehen für ihn.
Ballbesitz, Eintracht Trier, Minute 55 gerade angebrochen, also knapp 10 Minuten schon in der zweiten Halbzeit verstrichen. Der OFC rennt mal wieder leider einem Rückstand hinterher. Und Trier spielt gut nach vorne und das ist, dachte ich, ein Traumtor für Eintracht Trier. Och du meine Güte. Da dreht er sich einmal am 16er um sich selbst und zieht dann einfach ab, trifft aber zum Glück nur das Außennetz. Hier haben wir es nochmal in der Wiederholung. David Richter, da wäre er, glaube ich, vergebens geflogen. Hier haben wir die Aktion nochmal mit der Hacke vorgelegt und sofort abgezogen. Kommt dann nicht mehr ganz um den Ball. Wow, kleiner Durchatmer für uns in Minute 55, wie gesagt. OFC aber schon wieder im Ballbesitz. Diktiert eben auch das Geschehen hier. Es ist nur sehr schwer, da in diesen Abwehrreihen irgendeine Lücke zu finden. Das ist immer wieder auch für uns frustrierend zu sehen, dass es da wirklich wenige Lösungen gibt. Aus dem 5-2-3 auch immer mehr und mehr jetzt ein 5-4-1 werden. Das heißt, die beiden Außenbahnstürmer jetzt immer mehr auch im Defensivverbund unterstützen da die Flügelverteidiger, die inzwischen aber eigentlich auch nur noch ganz normale Außenverteidiger sind. Aber natürlich, wer will es den Trierern verdenken? Die sind im Abstiegskampf und führen hier am Biberer Berg mit 1-0. Natürlich mauern die jetzt mit allem, was das Personal hergibt. Das ist überhaupt gar kein Vorwurf. Das ist einfach nur die Herausforderung an uns, da jetzt die Lösungen zu finden. Und der OFC kommt. Halbrechter Raum mit Semir Šarić, dann Vincent Moreno, der jetzt nochmal ganz rechts rausliegt auf Lemmer, ins Zentrum prallen lassen für Šarić auf der halbrechten Bahn. Jetzt Richtung Strafraum möchte er da gehen, Richtung Grundlinie. Šarić an der Grundlinie, kriegt den Ball noch rumgezogen. Nein, kriegt er nicht, aber es gibt den Eckball. Da war wohl noch ein Trierer Abwehrfuß dazwischen. Eckball für den OFC. Semir Šarić marschiert da auch direkt hin, also wird er wohl den Ball hineinbringen. Und das Stadion spürt, dass sie die Mannschaft jetzt einen Support braucht. Semir Šarić mit dem rechten Fuß vom Tor weg. Diese Ecke wie immer präsentiert von PD Protect. Jetzt hebt er die Hand. Jetzt kommt der Eckball reingeflogen auf den ersten Pfosten. Torhüter unsicher. Rossmann kam da reingeflogen. Dann aber ein bisschen Unklarheit im Strafraum. Trier hat es dann jetzt erstmal rausgeklärt bekommen. Und jetzt die Chance, vielleicht ins Konterspiel reinzukommen. Der OFC hat aber gut aufgepasst. Ronny Marcos erstmal dazwischen. Und dann spielt er den Ball da ganz zurück zum Torhüter, zu Dennis Wiszczulek, der den Ball dann aufnehmen kann und jetzt natürlich es auch nicht allzu eilig hat, das ist auch klar. Weiter Schlag nach vorne Richtung Stürmer Omo Sanja und Trier über die linke Außenbahn. Ja, mit Heinz zurückgelegt nochmal in die Verteidigungsreihe. Sinner da mit dem Chipball immer nach vorne. Jason Breitenbach verlängert und da kommt Moreno an den Ball. Legt erstmal zurück zu David Richter, der zusammen mit Rossmann, das macht er ganz cool, gegen seinen Gegenspieler vorbeigelegt. Und Ronny Marcos mit einiges an Wiese vor sich. Liegt jetzt in die Mitte zu Björn Jopek. Trier versammelt sich da hinten schon wieder zum gemeinsamen Verteidigen. Natürlich machen sie die Räume wieder eng mit Ronny Marcos. Jetzt auf der linken Seite der OFC zusammen mit Rafa Garcia. Komm, ich setz mal die Flanke an. Ja, auf den kurzen Pfosten zu Šarić. Oh, den trifft er nur leicht. Deswegen keinen Druck mehr aufs Tor bekommen. Und dann geht der Ball am Tor vorbei, während wir sehen, dass Dominik Wanner sich da bereit macht. Und auch Philipp Hosina. Es wird also einen Doppelwechsel geben beim OFC, während wir hier die Wiederholung nochmal eingespielt bekommen. Schöne Flanke von Garcia. Und dann ist es Šarić, oh, der leider nicht mehr genug Druck hinter den Ball bekommt und deswegen den Ball nicht aufs Tor bringen kann. Weiterhin also 0-1, Abstoß, Eintracht Trier. Omo Sanja gegen Albrecht wird nicht gepfiffen und Trier bleibt im Ballbesitz. Baut da neu auf, über die eigene Defensivlinie jetzt ganz zurück zum eigenen Keeper gespielt, wird angelaufen von Dejan Bosic, der Keeper deswegen mit dem Fehlpass. Rafa Garcia jetzt schon in der Trierer Hälfte auf der linken Außenbahn unterwegs, Rafael Garcia gegen zwei Gegenspieler. Garcia behauptet die Kugel, hebt den rein in den Strafraum auf den zweiten Pfosten, da ist Jakob Lemmer, Kopfballtor! Semir Šarić mit dem 1-1! Jawohl, da haben wir es doch, initiiert durch das Pressing von Dejan Bosic. Garcia, der auf links abgeht wie ein Zäpfchen. Die Flanke auf den zweiten Pfosten hebt, wo Jakob Lemmer das Kopfballduell gewinnt. Dann wieder zurück Richtung ersten Pfosten, köpft quasi. Und da ist Emir Šarić, den Ball dann über die Linie prügelt. 1-1, das war doch genau zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es haben wollten. Und jetzt kommen noch Wanner und Hosina, die nochmal die Offensivbemühungen verstärken werden. Also, jetzt wird es richtig offensiv, denn Albrecht wird runtergehen für Hosina, das heißt Stürmer für Sechser. Ja, so ist es. Also Offensivwechsel beim OFC und auch Rafa Garcia wird vom Platz gehen. Wir hören aber erstmal nochmal rein. Eintracht hier. Dank
Ja, 59. Spielminute, also das 1:1. Die Uhren sind wieder auf Null gestellt und der OFC wechselt doppelt. Rafa Garcia und Julian Albrecht gehen vom Platz. Und Hosiner und Wanner neu in dieser Partie. Also alles auf Sieg kann man das, glaube ich, werten. Weiter Ball von Trier in die Spitze. Šarić holt sich aber den Ball und legt dann zurück zu Ronny Marcos. Und das Stadion ist sowas von wach. Die Waldemar Kleintribüne und auch die Hannover Tribüne. Sie machen Spaß. Sie machen ja, Lust auf mehr. Björn Jopek. Jetzt links rausgelegt zu Ronny Marcos. Der zurück zu Maximilian Rossmann. Nimmt dann nicht Jason Breitenbach mit. Ich dachte, er hat mich aber damit seiner Finte auch veräppelt. Björn Jopek, halblinke Position zu Wanner, der links weiter raus zu Ronny Marcos und der Ball soll wohl im Seitenaus gewesen sein. Deswegen gibt es hier den Einwurf für Eintracht Trier. Wir haben das jetzt auf die 500 Meter Entfernung natürlich ganz genau gesehen, dass das eine klare Fehlentscheidung war. Nee, aber wenn nicht mal die Waldemar Kleintribüne großartig protestiert, dann hat man schon ein starkes Indiz dafür, dass der Ball dann wohl wirklich im Seitenaus war. Gabriel Weiß, der Rechtsverteidiger der Trierer. Mit dem Einwurf nach vorne, also wie gesagt, der OFC jetzt mit zwei Spitzen, mit Hosiner und mit Bosic. Die beiden sollen da jetzt also für die Führung sorgen. Der OFC hat also ausgeglichen, ist jetzt dran. Trier natürlich weiterhin die Mannschaft, die jetzt hier auf die Konter gehen wird. Ich denke nicht, die werden jetzt großartig von ihrer Linie abweichen. Auch mit einem Punkt würden sie, glaube ich, nicht ganz unglücklich aus Offenbach wieder heimfahren. Und vielleicht können sie sich auch noch ab und zu nach vorne wagen, die Nadelstiche setzen. Wir wissen das, wie es hier ist am Biberer Berg, wie es hier eigentlich immer das Drehbuch ist. Der OFC wird das Spiel weitermachen müssen. Trotzdem gibt es jetzt einen Freistoß von Trier, weit reingeprügelt in den Strafraum. Rossmann erstmal mit dem Kopf dazwischen. Hosiner am eigenen Strafraum, dann erstmal abgelegt. Und Wanner rechts raus auf Lemmer, der lässt prallen für Šarić. Šarić schon rechts raus auf Vincent Moreno. Der ist jetzt im Laufduell, Moreno. Da muss er jetzt ein bisschen den Körper reinstellen. Jetzt ins Zentrum zurückgespielt auf Jakob Lemmer. Der ist umschwärmt von Gegenspielern, aber das kann dem Jakob ja nichts anhaben. Jakob jetzt auf der rechten Außenbahn zusammen mit Moreno. Die beiden spielen wirklich bärenstark da auf der rechten Außenbahn, haben den Ball gut gehalten. Jetzt schön ins Zentrum reingespielt auf Jopek. Jopek zentrale Position. Schönes Kombinationsspiel jetzt vom OFC. Das Bällchen läuft gut. Wanner sollte da eingesetzt werden. Trier jetzt erstmal dazwischen, hat den Ball aber nicht wirklich gut klären können. So bleibt der OFC direkt wieder am Drücker, spielt jetzt direkt wieder um den Strafraum herum mit Dernbusch auf der linken Außenposition. Schönes Kombinationsspiel. Ronny Marcos in Flankenposition hinein in den Strafraum Richtung Hosiner. Da ist aber erstmal der Kapitän Simon Maurer, der Trierer, dazwischen. Und die Trierer jetzt vielleicht mit dem Konter, aber da spielen sie unsauber aus. Breitenbach schon wieder dazwischen und schon wieder der nächste OFC-Angriff mit Ronny Marcos. Ronny Marcos von der linken Seite mit der Flanke, die kommt gut. Lemmer, Latte und über das Tor. Es gibt die nächste Ecke. Schöne Flanke von Ronny Marcos und der OFC ist am Drücker. Hier haben wir nochmal wieder die Wiederholung. Ja, die Flanke kommt aus dem Halbfeld, gut reingesegelt von Ronny Marcos mit viel Schnitt und Lemmer setzt sich da perfekt durch. Mit der Hacke oder mit dem seitlichen Fuß kommt er dann noch dran und da ist auch noch Wiszolek dran. Nächste Ecke jetzt. Also für den OFC Semir Šarić wieder von der rechten Seite. Also das Stadion erhebt sich. Šarić jetzt mit dem Eckball in Richtung langer Pfosten. Ja, da kommt Rossmann dran, aber kriegt nicht genug Druck dahinter. Das ärgert ihn und dann schreit er in sein Trikot rein. Er setzt den Kopfball links am Tor vorbei. Schade, schade. Der OFC ist unterwegs in Richtung 2:1. Und wir hören hier irgendwo das Bellen eines Hundes hinter uns. Aber das wird jetzt gerade auch ein bisschen übertönt von der Stimmung. Jetzt der Abstoß von Dennis Wiszolek. Weit nach vorne Rossmann, der das Kopfballduell da erstmal verliert und so die Trierer vielleicht jetzt in die Offensive kommen. Rossmann holt die Kugel aber schon wieder zurück. Jetzt auf Dejan Bosic, toll den Körper reingestellt, Dejan Bosic. Und dann würde da zurückgepfiffen, der Dejan. Ah, er mag es auch nicht wirklich glauben, dass der Schiedsrichter jetzt so entschieden hat. Ich bin da auch eher beim Dejan Bosic. Ich habe da jetzt nichts wirklich Strafbares gesehen. Trier wird da den nächsten Wechsel jetzt vorbereiten. Wenn wir gleich noch nachreichen, wer das ist. Jetzt aber erstmal der Freistoß von Trier ausgeführt. Ganz links rausgespielt auf die linke Außenbahn, wo Jakob Lemmer seinen Gegenspieler aber erstmal stellt. Und dadurch muss Trier erstmal zurück abdrehen. Und Moreno hat da gut aufgepasst, holt die Kugel für den OFC zurück. Und Šarić ist mit dem tollen Antritt im halbrechten Raum. Jetzt sehen wir Šarić, wird dann gerade noch so von der Grätsche gestoppt. Ansonsten wäre das ein richtig vielversprechender Konter gewesen. Aber der OFC bleibt einfach direkt im Gegenpressing und holt so den Einwurf raus. Frenzinner, der den Ball einmal mehr nur in Seiten ausspielen kann, etwas unkontrolliert. Und so gibt es den Einwurf tief in der Trierer Hälfte von der rechten Außenbahn für Vincent Moreno. Der wird da vielleicht direkt auf die Strafraumkante draufspielen. Nein, kurz ausgeführt auf Jopek, denn er das Spiel erstmal neu aufbauen wird mit Rossmann, der jetzt in der zentralen Innenverteidigerposition links rausspielt auf Dominik Wanner.
und dann geht es wieder zurück auf Rossmann. Also das Spiel bleibt im Grunde genommen gleich, aber unsere Herzen sind jetzt etwas froher. So ist es. Der UFC mit dem 1:1 durch Semir Šarić. Und das relativ früh noch in der zweiten Hälfte. Šarić jetzt auch schon wieder in der Zentrale. Immer wieder mit viel Dampf in Richtung gegnerisches Tor. Ja, Bosic will wieder ablegen mit einem Doppelpass. Aber Trier kommt dazwischen, kann aber nicht nach vorne spielen. Beziehungsweise nicht gut umschalten. Der Ball in die Spitze landet nur bei Jason Breitenbach. Der nimmt die Kugel auf und nimmt jetzt Björn Jopek mit. Wieder in der Zentrale, spielt dann in die Spitze zu Dominik Wanner. Ja, der Rasen verzeiht ihm diesen kleinen Stockfehler. Und das bügelt er gut aus, zusammen mit Jopek, der wieder zurück zu Maximilian Rossmann. Gute Stimmung jetzt hier auf dem Biberer Berg. Das macht Freude. Und der OFC, wie er auf dem Platz gerade auftritt, das macht auch wirklich Freude. Vincent Moreno in die Mitte gelegt zu Semir Šarić, dreht sich einmal um sich selbst. Zieh ab, Junge. Schöner Schuss von ihm. Ja, muss er versuchen. Der segelt dann aber doch 5 Meter über den Kasten des Torhüters. Und der ist richtig gut in diesem Spiel seit seiner Einwechslung. Semir Šarić, wir haben ihn nochmal ein großes vielen Dank an die Regie. Und Trier wird doppelt wechseln. Wir haben es eben schon kurz erwähnt. Aufs Spielfeld werden kommen der Mann mit der Nummer 13 und der Mann mit der Nummer 6. Das sind zum einen mit der Nummer 6 Ömer Yavuz und mit der Nummer 13 Sven König. Also Doppelwechsel der Trierer. Der UFC hat schon dreimal gewechselt. Trier jetzt also mit seinen ersten beiden Wechseln dieser Partie. Omosanya geht vom Platz. Na, mal mit der Nummer 11, der bullige Spieler, der gegen Rossmann und Jason Breitenbach nicht so wirklich einen Stich gemacht hat. Und Kincher geht vom Feld. Für sie also Yavuz und König. Ja, das haben wir berichtet. Dann geht es weiter auf dem Feld mit dem Abstoß, wie gesagt, für Trier. Wie ist Jolek weit nach vorne geschlagen. Dieser Ball, ja, weitergeleitet von Trier. Aber Moreno passt auf, zusammen mit Jopek, zusammen mit Šarić und wieder Moreno. Jetzt der Ball in die Spitze, suchen da Bosic. Schade, und Hosina hat gelauert auf so einen Abpraller eines Trierer Kopfs. Aber der passiert nicht so, wie er dachte. In der Rückwärtsbewegung ist der UFC heute mit Jason Breitenbach auch sehr, sehr stabil unterwegs. Und der UFC holt sich die Kugel schon wieder im Zentrum mit Šarić jetzt rechts rausgelegt. Zu Jakob Lemmer, dreht sich einmal um sich selbst, nimmt dann Moreno mit, muss zurücklegen, denn Trier steht da hinten meist sehr gut geordnet. Und Jason Breitenbach kriegt gerade den Ball noch so los in Richtung Maximilian Rossmann. Der findet dann im halblinken Raum Dominik Wanner, zurück zu Jopek. Ja, im Doppelpass mit Wanner und es gibt den Freistoß für den OFC, denn Jopek wird da gefoult. Tut sich da ein bisschen weh und tut auch seinem Gegenspieler ein bisschen weh. Hat einen Schlag an das äußere Knie, glaube ich, bekommen. Streicht sich da noch ein paar Mal drüber. Ja, und auch der Mann mit der Nummer 13 gerade eingewechselt. König hat sich da ein bisschen wehgetan. Hoffentlich geht es für beide Parteien weiter. Jopek, unser Krieger da auf der 6, beißt auf die Zähne. Für ihn geht es weiter und es geht weiter mit einem Freistoß für den UFC. Und bevor ich jetzt nochmal weiter sage, gebe ich weiter an dich. Jopek, die offenbare Mischung aus Gattuso und Pirlo. Jetzt habe ich ihn ein bisschen hochgehoben, aber er macht auch wirklich ein fantastisches Spiel, der Björn Jopek. Jetzt geht es über rechts mit Vincent Moreno, der den Ball an die Spitze versucht zu spielen. Trier da erstmal dazwischen, aber der UFC sofort wieder mit dem zweiten Ball. Šarić, der ein super tolles Spiel macht. Sehr belebendes Element, da jetzt mit dem Antritt. Dann jetzt geht es jetzt auf rechts mit Jakob Lemmer, der jetzt zwei Gegenspieler vor sich hat. Der Jakob dann ins Zentrum eingespielt auf Šarić, schon im Strafraum. Šarić mit dem Versuch der Hereingabe. Aber da ist der Mann mit der Nummer 29, Christopher Spang, der noch gerade so verhindert, dass das Ding ganz scharf vors Tor kommt. Den Ball ins Tor aus abwehrt. Nächster Eckball für den OFC. Da hatte gerade eben Maximilian Rossmann die große Chance. Hat den Ball da nicht ganz Richtung Tor gedrückt bekommen. Und vielleicht kommt der Ball ja jetzt einen halben Zentimeter tiefer. Und Rossmann schädelt das Ding jetzt einfach ins Netz. Nachdem er ja schon zweimal per Kopf vorgelegt hat. Jetzt also vielleicht sein erster Treffer für den OFC, den er selber erzielen kann. Semir Šarić mit dem rechten Fuß. Da schaut er jetzt rein in den Strafraum. Jetzt die Flanke Richtung Mitte hinein. Da ist aber erstmal ein Trierer Köpfchen dazwischen. Trotzdem bleibt der Ball erst nochmal im Strafraum. Trier hat es noch nicht ganz geklärt bekommen. Es wird Hand gefordert von der Waldemar Kleintribüne. Kann ich jetzt auf die Entfernung nicht einschätzen. Und dann gibt es erstmal den Einwurf für den OFC auf der linken Außenbahn. Tief in der Trierer Hälfte. Jopek, der abwirft zu Ronny Markus. Das Spiel also ganz schnell wieder reinzubringen. Und Jopek weiterhin mit dem Ball am Fuß, jetzt mit dem Chip-Pass in Richtung Hosina verleitet, lässt weiter zu Bosic, der wird so ein bisschen gezogen, geht dann zu Boden, aber das reicht dem Schiedsrichter ganz spannend nicht für einen Elfmeter-Pfiff. Weiter geht es mit dem Ballbesitz für Trier auf der linken Seite, in die Mitte gelegt, dann
Und weiter den Ballbesitz, aber ein langer Blemmer. Holt sich die Kugel zurück, schafft es aber nicht, ihn zu behaupten, denn etwas zu weit vorgelegt. Achtung jetzt, Trier im Vorwärtsgang, aber Rossmann macht das dann zusammen mit Ronny Marcos. Sehr gut, resolut dazwischen gegangen. Hier haben wir nochmal die Wiederholung von eben, Hosina weitergeleitet und dann, ja, geht Bosic ein bisschen zu leicht zu Boden. Damit kann er das Schiedsrichtergespann nicht unbedingt beeindrucken. Schade. OFC mit Passspiel hinten in der eigenen Verteidigerreihe. Und Rossmann erstmal nach vorne gelegt zu Ronny Marcos. Ja, der Platz hat auch schon 70 Minuten hinter sich. Das merkt man langsam aber sicher. Viel Wasser in den letzten Tagen abbekommen. Wird natürlich tiefer und seifiger. Jason Breitenbach jetzt treibt die Kugel voran. Wieder mal ein Lauf von ihm. Dann der schöne Chippass auf Dejan Bosic. Bosic mit dem Haken schon im gegnerischen Strafraum immer noch. Bosic, ja. Und den Schuss, den verzieht er völlig. Da rechte Position im 16er. Wollte er mit links abziehen, aber da ist der Ball irgendwie nochmal kurz aufgedoppt und den rutscht er über den Spann, landet dann tatsächlich im Seitenaus. Also den hat er natürlich so nicht geplant. Wird den Einwurf für Trier geben. Da haben wir jetzt nochmal so gefühlte 25 Sekunden Zeit, kurz durchzuschnaufen allesamt. Die Trierer merken natürlich, wie sie da hinten reingedrückt werden, stehen fast allesamt am eigenen Strafraum gegen den Ball. Das kann nicht hundertprozentig deren Plan sein. Etwas aktiver möchte man dann eigentlich schon immer verteidigen, aber der OFC erdrückt sie gerade. Allerdings bleibt es schwer, hier die klaren Torchancen zu kreieren. Trotzdem der OFC immer wieder mit gefährlichen Abschlüssen. Unter anderem ja der Abschluss von Jakob Lemmer an die Latte, den Wiszczolek noch klasse gehalten hat. Man muss natürlich aber immer aufpassen auf Konter. Jetzt zum Beispiel die Triara mit dem Ballgewinn. Da marschiert er jetzt los und Rossmann wird wahrscheinlich jetzt die Karte sehen. Und wenn er Glück hat, ist es eine gelbe. Und er hat Glück, dass es die gelbe Karte ist. Ich sehe, dass da noch ein weiterer Kickerspieler war mit Jason Breitenbach, der da mitläuft. Aber wenn ein Schiri ganz, ganz gemein sein will zum OFC, zückt er da die rote Karte. Ja, das war wohl das taktischste Foulspiel, was man sich vorstellen kann. Und da als fast letzter Mann, da haben wir wirklich Glück, dass der Jason Breitenbach da noch so schnell unterwegs nach hinten war. Und es gibt, wie gesagt, also den berechtigten Freistoß jetzt für Eintracht Trier. Aus etwa 25 bis 30 Metern Entfernung, halbrechte Position. Weiß gar nicht, ob sie da einen in den Reihen haben, der da ein Spezialist ist. Wir schauen einfach mal drauf. König steht da bereit. Und auch noch ein weiterer Spieler, der Mann mit der Nummer 24, glaube ich, ist das. Ne, habe ich mich verguckt. Ich glaube, Christopher Spang ist da noch mit dabei. Wir warten ab. Also, Freistoß Eintracht Trier. 25 bis 30 Meter. Mauer steht, Schiedsrichter ist bereit, David Richter ist bereit. Ich wünsche mir einfach nur einen Ball übers Tor. Jetzt der Schuss auf den langen Pfosten, der rollt dann aber am Kasten von David Richter dabei. Keine Gefahr, es gibt nur Abstoß für den OFC. Um da mal ein altes Wort zu rezitieren, ein sogenannter Gewaltroller. Das hat sozusagen die Vorgängergeneration von uns beiden am Kickers TV oder OFC Fanradio Mikrofon geprägt. Trier wird nochmal wechseln. Der Mann mit der Nummer 5, das ist Henk van Schaik, wird reinkommen. 1,93 Kante, sortiert sich da auch direkt im Defensivverbund ein. Hat auch wirklich schon ein bisschen eine Vita, die spannend ist. Also hat unter anderem in der ersten Liga von Schottland mal gekickt. Und ja, in der U19-Bundesliga von der Niederlande, also gut ausgebildet, sicherlich auch physisch stark, der soll da hinten nochmal den Abwehrverbund zusammenhalten. Der OFC mit Šarić über die linke Bahn, der da jetzt ins Zentrum reinzieht. Šarić am zweiten Gegenspieler leicht für sich vorbei, jetzt ins Zentrum reingegangen, dann noch verlängert für Jopek, zentrale Position. Jopek, der dann jetzt ein bisschen ausrutscht, Richtung Strafraumkante gespielt und jetzt könnte Trier wieder kontern, aber da rücken sie nicht so entschlossen nach. Das heißt, ein klarer Konter wird es nicht, trotzdem sind sie da weiter am Spielgerät und dann gibt es einen Freistoß für den OFC. Jopek hatte sich da geschickt in den Zweikampf reingeschmissen und in zwei Freistoß gezogen, aber er hat sich da ein bisschen wehgetan und ist auch etwas sauer, wie man seiner Mimik entlesen kann. So ist das, ärgert sich da, weil er einen Schlag gegen den Knöchel bekommen hat, aber da beißt er auf die Zähne und beißt auch auf seine eigene Faust, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, um diesen Schmerz da so ein bisschen zu überwinden. Jason Breitenbach, alle OFC-Spieler jetzt in der gegnerischen Hälfte. Guter Ball auf die rechte Seite zu Jakob Lemmer. Wird jetzt gestellt von gleich drei Gegenspielern. Die Flanke in die Mitte kommt nicht gut. Trier kann erstmal klären.
Und Jason Breitenbach geht dazwischen, holt sich schon wieder die Kugel zurück für den OFC. Spielt weiter zu Semih Šarić. Wo ist die Lücke? Nach vorne. Šarić. Erstmal weiter zu Jakob Lemmer. Der könnte abziehen. Ja, den trifft er aber nicht gut. Schade. Geht rechts am Tor vorbei, dieser Schuss von Jakob Lemmer. Während der OFC daran dreht, dieses Spiel hier wieder zu drehen. Das sind noch 16 Minuten offiziell auf dieser Uhr. Ein bisschen Zeit ist noch. Ein bisschen Zeit ist noch. Der OFC ist am Drücker. Und es gibt den weiteren Abstoß für SV Eintracht Trier. Ja, lässt er sich natürlich ein bisschen Zeit. Aber jetzt kommt er. Weit nach vorne gespielt. Auf den Kopf eines Trierers. Aber Vincent Moreno ist dazwischen. Holt ihn dann mit dem Kopf weitergeleitet zu Lemmer. Der macht es dann technisch sehr gut in der Mitte. Und legt dann links raus zu Dominik Wanner. Der holt den nächsten Einwurf raus für den OFC. Gute Aktion von ihm. Ronny Marcos dann zurückgeworfen zu Björn Jopek. Ja, alles werfen die Kickers jetzt nach vorne. Ronny Marcos zurück zu Björn Jopek wieder. Der mit der Flanke in Richtung Elfmeterpunkt, in Richtung Bosic. Na klar, den suchen sie da vorne. Bisher finden sie ihn noch nicht. Hosiner jetzt in der zweiten Reihe. Immer noch Philipp Hosiner rechts rausgelegt zu Vincent Moreno. Geht bis zur Grundlinie. Immer noch Moreno mit der Flanke. Abralla landet bei Hosiner, landet bei Jopek. Immer noch dann Bosic im 16er, aber wird gestellt, wird geblockt. Und der ja, Trier kann erstmal klären. Der OFC will wieder über die rechte Seite kommen, aber der Schiedsrichter unterbricht jetzt die Partie, denn ein Trierer bleibt da verletzt am Boden liegen im eigenen 16er. Hat sich da wehgetan und fordert medizinische Hilfe. Natürlich alles Sekunden, die auch nachgespielt werden. Erstmal natürlich aber auch gute Besserung an den Trierer, der da auf dem Boden liegt. Das ist Taya Paran. Hoffentlich ist es nichts Schlimmeres. Top-Stimmung hier auf dem Biberer Berg. Bisher steht ein 1:1. Der OFC in der zweiten Halbzeit sehr gut zurückgekommen. Unter 6.521 Zuschauern spielen sie hier diese Partie. Gut besuchtes Haus. Auch an diesem Freitagabend hier beim OFC. Hoffentlich kann das alles noch belohnt werden mit einem ja, Sieg des OFC. Was sie hier auf dem Platz zeigen, sieht alles sehr gut aus, aber es fehlt eben dieser Lucky Punch, dieses Tor. Jetzt werden wir gegen Ende der Partie driften. Also, allerbeste Genesungswünsche da an den Trierer Abwehrspieler, der sich da wehgetan hat. Haben wir jetzt auch nicht sehen können, was ihm da ganz genau widerfahren ist. Da waren wir da eher mit dem Blick schon auf den Zweikampf zwischen Breitenbach und seinem Gegenspieler. Und jetzt wird darum gebeten seitens der Waldemar Kleintribüne, dass man doch mal sich erheben möge, wenn man den Kickers ist. Und Marius, sind wir Kickers? Ich glaube schon, wir erheben uns alle. Während das Spiel noch unterbrochen ist, wird gleich Schiedsrichter Ball geben. Und ja, jetzt ist die Frage, wie entscheidet der Schiedsrichter? Wem wird der Ball jetzt zurückgegeben werden? Ich glaube, der OFC hat den Ball zurückgewonnen mit Jason Breitenbach. Ich hoffe also, Trier wird ihn zurückspielen. Tun sie aber nicht. Sie spielen weiter nach vorne. Aber der OFC holt sich die Kugel zurück in Person von Jason Breitenbach. Und es gibt Einwurf für den OFC tief in ihre eigene Hälfte. Jetzt ausgeführt Vincent Moreno zu Rossmann. Der weiter zu Semih Šarić im Zentrum. Der OFC mittlerweile ja, mit einer noch offensiveren Auslegung. Philipp Hosiner hinter den drei Spitzen, will ich jetzt einfach mal sagen. Jason Breitenbach rechts raus zu Vincent Moreno. Der wieder zurück zu Breitenbach. Mann, ist das alles eng da hinten. Das ist wirklich so schwer, da eine Lücke zu sehen. Rossmann weiter zu Ronny Marcos. Der findet dann eine Lücke mit Šarić auf der linken Seite gegen 4. Abralla landet und da ist das Tor. Hosiner macht es. 2:1 OFC. Šarić kriegt den Ball irgendwie durch diese Lücke und findet Hosiner, der dann aus kürzester Distanz einfach nur noch reinschieben muss. Und das ging plötzlich. Das ging schnell. Ich glaube, der Ball war auch noch abgefälscht so ein bisschen. Wir schauen uns natürlich das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Vielen Dank an die Regie. Also, Ronny Marcos findet erst Šarić. Der Ball wird abgefälscht und Hosiner hat das Gespür, läuft durch und knipst. Also, zwei Einwechselspieler, zwei Tore und es steht 2:1 für den OFC. Haben es nochmal leicht abgefälscht, dieser Ball. Und Hosiner stiehlt sich da weg gegen seinen Gegenspieler und knüpft dann an zum 2:1. Und erfolgreich war der Spieler mit der Nummer 11, Philipp Hosiner. Philipp Hosiner. Philipp Hosiner. So, neuer Spielstand, Kickers. Eintracht hier. Danke.
Also ich würde sagen, das Wort Goldhändchen bei Ersan Palatan ist eigentlich noch untertrieben. Wir müssen da irgendwas finden, was wertvoller ist als Gold. Vielleicht, keine Ahnung, Kino-Popcorn-Händchen oder so. Platin-Händchen, ich weiß es nicht. Aber erneut hat er die beiden Treffer direkt eingewechselt. Denn auch hier war ja Semir Šarić ganz direkt beteiligt mit diesem Schuss, der dann noch leicht abgefälscht wurde und Filip Hosina vor die Füße fiel. Aber auch da war es der Antritt von Šarić wieder auf der linken Bahn. Und ja, zwei Spieler, die getroffen haben, zweimal eingewechselt. Und ja, bei dem Trierer Spieler, der gerade eben schon am Boden lag, scheint es jetzt wirklich nicht mehr weiterzugehen. Geht jetzt wieder zu Boden. Das tut uns natürlich mächtig leid. Marius, du hast, glaube ich, schon ausmachen können, wer es ist. Ja, das ist Taya Paran. Der hat sich da wirklich wehgetan. Und für ihn scheint es jetzt echt nicht weiterzugehen, wie schon gesagt. Aber Trier wird, glaube ich, auch doppelt wechseln. Holen jetzt nochmal zwei Spieler da in Richtung Ersatzbank. Und das bringt natürlich auch unserem Trainer die Chance, jetzt nochmal sich vier Spieler zu schnappen. Hier sind sie alle aufgereiht. Vielleicht kann der Jason nochmal mit seiner Kamera kurz hinschalten. Aber jetzt ist die Situation erstmal wieder vorbei. Ja, also gibt noch ein paar Ansagen an Moreno, an Šarić, an Breitenbach und auch an Jopek, die sich da alle mal einen Schluck aus der Wasserflasche auch genehmigen konnten. Und natürlich beste Genesungswünsche an Jason Taya Paran. Und der hat ja wirklich ganz bittere Wochen aktuell. Letzte Woche hat er in der 94. Minute das Eigentor zum 0:1 Heim, zu der 0:1 Heimniederlage in Kassel, ja, verschuldet. Wobei, ich weiß nicht, ob man ihm was vorwerfen kann. Und jetzt heute bekommt er hier so viel ab, beziehungsweise tut er sich so sehr weh, dass er jetzt erstmal runterhumpeln muss vom Feld und es so aussieht, als würde er nicht weiterspielen können. Also beste Genesungswünsche, das wünscht man natürlich auch keinem Spieler. Aber was uns natürlich enorm erfreut, Filip Hosina mit dem Treffer zum 2:1. Trier wird doppelt wechseln. Und da schauen wir mal ganz kurz, wer das sein wird. Jason Kaluanga, Flügelspieler, wird reinkommen. Und der Mann mit der Nummer 27, das ist Yannick Debra. Auch das ist ein Flügelspieler. Vielleicht eine neue rechte Seite für Trier. Das können sie beide spielen, rechter Verteidiger und rechtes Mittelfeld. Er ist auch jemand, der im Pott ausgebildet wurde, der Yannick Debra, für Essen und Schalke in der U19 gekickt hat. 14 Regionalligaspiele, 2 Tore, 3 Assists. Da haben sie einen guten jungen Kerl für die Offensive gefunden, der sich jetzt auch als rechter Außenbahnspieler einreihen wird. Der OFC, er zeigt, wie Fairplay geht. Nach der Verletzungsunterbrechung Hosina spielt jetzt fair zurück zu Denis Wiszczolek, der jetzt das Spiel dann fortsetzen wird vom eigenen Strafraum aus. Jetzt muss Trier natürlich seine Spielanlage verändern, wird jetzt deutlich offensiver agieren müssen. Ich glaube, sie haben die Fünferkette auch aufgelöst. Ich meine, dass sie jetzt auf Viererkette umgeschaltet haben und jetzt kommen sie über linke Außenbahn mit dem neuen Mann. Jetzt schon in der Grundlinie, Ball kommt jetzt gleich hinein gegen zwei Gegenspieler, nochmal in den Rückraum gelegt. Aber Hosina am eigenen Strafraum, der sich da super reinschmeißt und den Ball dann doch noch klärt und dann gibt es Abstoß und dann rasseln jetzt Hosina und ein Trierer aneinander. Der Trierer ist da verständlicher, er ist da etwas übermotiviert reingegangen, deswegen frisch war das. Deswegen ist Hosina verständlicherweise da etwas, ja, irritiert und hat seiner Irritation Ausdruck verliehen. Aber jetzt sieht halt auch noch Hosina die gelbe Karte, weil er sich da ein bisschen hat von provozieren lassen. Ärgerlich, denn eigentlich ging hier die Aktion aus vom Trierer, vom Torschützen von Maurice Frusch. Aber gut, das wird er verschmerzen können, der Hosina, wenn er heute ins Bettchen gehen kann und weiß, dass er den OFC zu den 3 Punkten geschossen hat. Da ist aber jetzt noch ein gutes Stück zu gehen. Trotzdem, klar ist, diese Führung, sie ist hochverdient. Der OFC hier, die eindeutig überlegene Mannschaft, hat hier wirklich lange und geduldig an dieser Führung gearbeitet. Hat sich auch vom Rückschlag, diesen 0:1, nicht irritieren lassen. Führt jetzt mit 2:1 nach Treffern von Šarić und Hosina. Verdient mit 2:1. Und vielleicht kann man ja jetzt einfach zeitig noch das 3:1 draufsetzen. Und dann ist, glaube ich, die Messe hier gelesen. Der OFC kommt, zentrale Position mit Hosina, der dann jetzt schön in die Spitze spielen will, zu Jakob Lemmer. Aber das war eine Spur, eine Idee zu steil für den Jakob. Da konnte er nicht rankommen. So landet der Ball bei Denis Wiszczolek, der jetzt die Kugel dann wieder weit nach vorne prügelt. Richtung Vincent Moreno, der sich dann erstmal im Zweikampf durchsetzt. Gemeinsam mit Jopek gibt es dann ein bisschen Gewühl. Und die Trierer gehen mit Ballbesitz raus. Nein, Hosina, der dann erstmal wieder den Ball rausschlägt, nach vorne schlägt. Und der zweite Ball ist bei Wanner. Kann er sich da durchsetzen? Jawohl, Dominik Wanner. Jetzt ist er auf die rechte Seite marschiert. Wanner vielleicht im Zusammenspiel mit Jakob Lemmer. Wanner schüttelt jetzt erstmal seinen Gegenspieler ab. Leichtfüßig Dominik Wanner. Marschiert da einmal über das komplette Feld. Dominik Wanner an der Strafraumkante dann zu Fall gebracht. Schiedsrichter sagt, Ball gespielt. Kann ich verstehen, diese Entscheidung. Trier aber kann sich nicht wirklich befreien. Moreno holt die Kugel schon wieder zurück. Moreno auf der rechten Außenbahn unterwegs. Vincent Moreno. Und dann dürfte es wahrscheinlich den Eckball geben. Nee, Jakob Lemmer nimmt den Ball von der Grundlinie noch auf. Jakob Lemmer jetzt möchte reinziehen in den Strafraum. Wird dann aber entscheidend gestört. Trier dazwischen.
Ja, und aber sie können das Ganze nicht hinten richtig klären. Jopek wieder mit der Hereingabe, aber jetzt ist hier Trier doch wieder am Ball, möchte umschalten über die rechte Seite. Ja, kommen dann auch dran mit Kaluanga, gerade eingewechselt. Immer noch über rechts. Hilfe kommt jetzt in Form von Person von Dejan Bosic. Trier immer noch im Ballbesitz und dann geht Rossmann dazwischen und es gibt den Einwurf für den OFC. Und das wird natürlich beklatscht von der ganzen Waldemar Kleintribüne und auch von hier, von unserer Hermann-Nuber-Tribüne. Einwurf OFC. Das wird jetzt noch ein bisschen zittern in diesen letzten 5 Minuten. Ich hoffe wirklich auf ein erlösendes 3:1. Ronny Marcos auf Hosina mit der Hacke weitergeleitet. Und über links kommt jetzt nochmal Dejan Bosic, kann sich aber nicht durchsetzen über links. Ah ja, wird noch ein bisschen gekämpft und jetzt gibt es Freistoß für Eintracht Trier. Stichwort erlösendes 3:1. Dominik Wanner hat von den Einwechselspielern noch nicht getroffen. Und der Ersan Palatan-Logik folgend wird das jetzt gleich noch passieren. Also, mark my words, Dominik Wanner mit dem entscheidenden 3:1. Schauen wir mal, ob es so kommt. Ja. Trier mit auch wirklich mit Mühe im Aufbauspiel das Ding da kontrolliert nach vorne zu bringen. Aber das haben sie jetzt mal gut gelöst, der Pass in die Spitze. Aber das muss abseits gewesen sein. Der Schiedsrichter hat die Fahne auch schon im Anschlag, wenn er dann noch rankommt. Und ja, er lässt ihn erst komplett dahin sprinten und dann hebt der Linienrichter die Fahne. Soll uns ja recht sein, nimmt uns Zeit von der Uhr und läuft die Trierer etwas müde. Und wird dann den Freistoß aus der eigenen Hälfte geben. Nächster Konterspieler, der beim OFC jetzt reinkommt. Lukas Hermes bekommt gerade noch letzte Anweisung von Ivica Ercek. Und wird dann wahrscheinlich für Jakob Lemmer oder Dejan Bosic hineinkommen. Beide haben ein starkes Spiel gemacht. Da geht es jetzt einfach nochmal darum, nochmal ein paar frische Füße reinzuschmeißen für die letzten 5 Minuten. Nochmal jemand mit richtig Tempo mit Hermes. Und dann kann der Wanner-Hermes-Express in den letzten Minuten nochmal rollen im Konterspiel. Da ist jetzt Dominik Wanner, der jetzt aus der Distanz draufzieht. Aber vielleicht war das doch etwas sehr optimistisch da vom Dominik Wanner. Aber am Ende besser, als den Ball dann zu verlieren, es dann so zu probieren. Ball ging aber weit am Tor vorbei. Und ich weiß nicht, was da jetzt Ausschlag der Diskussion ist. Ich glaube, da hatte der Torhüter Dennis Wiszczolek was mit dem Balljungen, oder? Ging ihm da nicht schnell genug. Er kickt da gegen die Werbebande. Und weiter Abschlag jetzt. Trier verlängert erstmal. Rossmann gewinnt dann das Kopfballduell. Und auch Jopek gewinnt das Kopfballduell. Und dann geht der Ball über die rechte Seite mit Šarić. Mit weiten Schritten. Semir Šarić mit Leichtigkeit vorbei an Sinner. Immer noch Semir Šarić. Mann, was macht der ein gutes Spiel? Zurückgelegt jetzt zu Hosina, immer noch Hosina, immer noch Hosina im gegnerischen 16er. Zurückgelegt zu Jopek, aber sein Schuss wird geblockt. Schade. OFC bleibt aber dran, bleibt im Ballbesitz. Rossmann zu Jason Breitenbach und er legt den Ball zurück zu David Richter. Geht da gar kein Risiko ein. David Richter mit dem Ball am Fuß. Weit nach vorne gespielt. Suchen dann wieder Bosic, der wird wieder so ein bisschen geschoben. Der Schiedsrichter sieht das nicht, hebt also auch nicht die Fahne und Trier kann über die rechte Seite kommen. Achtung, komm Wanner, zurückkämpfen, weiter aber jetzt in die Spitze gespielt von Trier, aber da ist Rossmann, der das Ganze bereinigt, zusammen mit Jopek und dann gibt es einen Einwurf für Trier. Das Ganze war da vor der Waldemar-Kleintribüne. Viel Diskussionsbedarf in diesen letzten Minuten und wir sehen jetzt erstmal den Wechsel beim OFC. Lukas Hermes wird kommen und er kommt für Dejan Bosic, der sich diese 87 Minuten absolut aufgerieben hat. Dejan Bosic bekommt jetzt hier auch den gebührenden Applaus für seine Leistung. Und für ihn betritt das Feld jemand, der richtig, richtig viel Pace reinbringt. Lukas Hermes wird jetzt auch nochmal begrüßt vom Publikum. Lukas! Hermes geht also rein, wird ins Sturmzentrum sich einsortieren wahrscheinlich. Zentrale Position, kriegt er vom Hosi auch direkt angezeigt, dass er da direkt in die letzte Linie reingehen soll. Jetzt aber erstmal der Einwurf der Trierer Richtung Strafraumkante. Ronny Marcos gewinnt erstmal das Kopfballduell, köpft dann wieder raus ins Seitenaus. Nächster Einwurf, wieder wird es Gabriel Weiß, glaube ich, sein. Das kleine Kraftpaket der Trierer da auf der rechten Außenbahn. Der da jetzt schaut, wo er hinwerfen kann. Natürlich Vollversammlung. Jetzt im Offenbacher Strafraum. Ball reingeworfen, genau dorthin. Rossmann, der erstmal rausköpft. Hosina kann er da vielleicht die Kugel für sich holen. Kann er tatsächlich stark gemacht. Hermes nimmt sich die Kugel erstmal runter. Lukas Hermes. Jetzt marschieren sie los. Jetzt schwärmen sie aus. Hermes wollte Jakob Lemmerlein an der Spitze anspielen. Aber
Ah, da war noch ein Trierer Abwehrfuß dazwischen. Das haben sie aber auch geschickt gelöst. Ich glaube, das war Spang, der da mit der Hacke nochmal Hermes angeschossen hat. Und so gab es einen Wurf Trier, den sie direkt natürlich ausgeführt haben. Und jetzt übers Zentrum kommen wollen. Kommen sie auch ganz gefährlich auf der rechten Außenbahn. Jetzt haben sie ein bisschen Platz an der Strafraumkante. Jetzt im 1 gegen 1. Jetzt der Abschluss und der geht übers Tor drüber. Das war ein Heber, der Richtung Knick gehen sollte, aber war so einen halben Meter zu hoch angesetzt. Das war aber nochmal gefährlich, nochmal durchpusten für den OFC. Das war der neue Mann, das war Yannick Debra, der das richtig stark gemacht hat. Aber zum Glück den halben Meter, den entscheidenden halben Meter, das Ding zu hoch angesetzt hat. Da gegen Ronny Marcos im 1 gegen 1 war und dann hat er den Schuss angesetzt. Das alles erzähle ich, während sich David Richter verständlicherweise viel Zeit lässt und jetzt weit, weit nach vorne abschlägt, Richtung Hermes, der den Ball da hoffentlich irgendwie festmachen kann. Nein, kann er nicht. Trier direkt wieder mit dem Langholz nach vorne. Breitenbach erstmal mit dem Kopf dazwischen, aber Trier mit dem zweiten Ball. Über die linke Außenbahn kommen sie da jetzt. Zentrale Position der OFC jetzt mit Jopek dazwischen. Jopek einmal um die eigene Achse gedreht, sollte an der eigenen Strafraumkante vielleicht eher etwas kompromissloser machen. So, Trier jetzt schon wieder am Ball und kommt da jetzt an der Strafraumkante. Etwas sorglos verteidigt vom OFC im Strafraum. Drin. Jetzt nochmal der Abschluss. Hosina ist nochmal dazwischen. Nochmal der Abschluss aus dem Rückraum. Übers Tor. Das war jetzt nochmal ganz gefährlich. Da hat nochmal Lichterloh gebrannt im Offenbacher Strafraum. Das war die nächste heikle Situation, die wir überstehen mussten. Und Ersan Palatan sagt sich, okay, ich möchte jetzt nochmal ein bisschen Stabilität haben hinten drin. Nochmal ein bisschen Physis. Und deswegen wird Jakob Zitzelsberger nochmal reingeschmissen für die letzten Sekunden des Spiels, der Blondschopf. Der jetzt für die langen, hohen Bälle in den Strafraum rein, nochmal reinkommt. Jakob Lemmer geht raus. Jakob Zitzelsberger kommt rein. Lemmer, starkes Spiel gemacht. Also Jakob für Jakob. Zitzelsberger reiht sich da direkt vor der Abwehr ein, also wird so eine Art zweiten Sechser geben. Das heißt, wir kehren wieder zum 4-2-3-1-System für die letzten Sekunden des Spiels zurück. Ich weiß nicht, hast du gesehen, wie viel der Schiedsrichter nachspielen lassen will? Ich habe nur auf die Uhr blicken sehen, habe es noch nicht gesehen, was er machen will. Hosina wird zu Boden gerissen, wird aber nicht geahndet. Erste Aktion jetzt von Zitzelsberger gegen den neu gekommenen Mann. Und Hosiger geht auch nochmal dazwischen, gibt nochmal einen Freistoß für Trier. Also, eieiei, das ist jetzt hier nochmal mein Herz. Ja, und medizinische Abteilung muss auf den Platz kommen, weil Vincent Moreno sich da wehgetan hat am Rücken. Ich weiß gar nicht genau gesehen, was da passiert ist. Hat, glaube ich, ein Knie dann in den unteren Rücken bekommen. Boah, das ist alles ganz schön spannend hier. Vincent Moreno bekommt da jetzt nochmal den kalten Schwamm auf die Hüfte gedrückt. Und kann dann hoffentlich die letzten Minuten noch zu Ende gehen. Ich glaube, das hat jetzt gar nicht mal so primär was damit zu tun, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Hat er sich einfach wirklich wehgetan, weil jetzt muss er nämlich auch runter vom Spiel finden. Das ist das allerletzte, was er möchte. Und möchte jetzt natürlich sofort wieder reinkommen. Aber der Schiedsrichter lässt erstmal diesen Freistoß laufen. Weiß, der jetzt den Ball Richtung Strafraumkante schlägt. Da ist Gewühl im Offenbacher Strafraum. Rossmann, der erstmal rausköpft. Schuss aus dem Rückraum. Gewühl im Strafraum. Und jetzt vielleicht die Konterchance für Hermes. Hermes gegen drei Gegenspieler. Erstmal auf Šarić weitergesteckt. Šarić nochmal in die Spitze auf Hermes. Der vorbei am Gegenspieler. Hermes jetzt auf dem Weg Richtung Tor. Aber da wird er vom letzten Gegenspieler von Debra nochmal gestört. Debra, der damit nach hinten geeilt war. Ganz starkes Spiel von Debra seit seiner Einwechslung. Aber der OFC muss jetzt trotzdem noch diese letzten Sekunden überstehen. Jopek, der die Kugel dann erstmal gewinnt. Dann Breitenbach nochmal nach vorne gespielt. Auf Šarić. Und dann pfeift der Schiedsrichter vielleicht ab. Nee, es geht nochmal weiter. Šarić nochmal auf der rechten Außenbahn unterwegs. Wird niedergerissen. Es wird den Freistoß geben. Da kann Moreno wieder reinkommen. Starke Aktion da von Šarić, der den Freistoß da nochmal zieht. 90 plus 3. Wir sollten es doch gleich überstanden haben. Und dann haben wir hier die drei Punkte gezogen. Gegen einen wirklich ganz schwierigen Gegner, gegen Eintracht Trier, die es da hinten verbarrikadiert haben. Der OFC hat sich davon nicht kirre machen lassen, ist geduldig geblieben und hat das Spiel verdient gedreht bis hierhin. Und das Spiel liegt jetzt in den letzten Zügen. Ich denke, es wird die letzte Aktion sein. Der Schiedsrichter schaut nochmal auf die Uhr. Also Breitenbach nochmal mit dem Freistoß. Wo wird er hinspielen? Ja, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht auf die rechte Außenbahn nach vorne Richtung Hermes, aber erstmal wieder rausgeköpft. Schiedsrichter lässt immer noch weiterlaufen. Nochmal der Pass in die Spitze. Rossmann muss da nochmal rein ins Laufduell. Rossmann, der die Kugel dann jetzt nochmal nach vorne haut, Richtung, ja, Hermann-Nuber-Tribüne in Seiten aus. Nochmal der Einwurf.
für Eintracht Trier von der linken Außenbahn. Der marschiert da jetzt auch 5 Meter nach vorne bei diesem Einwurf. Zitzelsberger, der nochmal rausköpft. Allesamt jetzt am eigenen Strafraum. Der UFC versucht das hier irgendwie über die Zeit zu bringen. Zitzelsberger nochmal dazwischen. Jetzt nochmal Zitzelsberger, aber er kann den Ballgewinn nicht ziehen. Nochmal starke Kritsche von Moreno. Nochmal aber jetzt der Ball in den Strafraum rein. Nein, langes Ball von Zitzelsberger. Riesenschlacht da unten auf dem Spielfeld. Jetzt rausgeschlagen. Und Jopek wird da gefoult. Der Schiedsrichter ja, entscheidet aber auf Einwurf für Eintracht Trier. Und es wird nochmal den weiten Schlag Richtung Strafraumkante geben. Jetzt nochmal reingeschlagen. Nochmal Zitzelsberger, der da reingeht in den Zweikampf. Und nochmal der Ball rechts raus auf Debra. Aber da ist Ronny Marcos, der mit dem Kopf da dazwischen springt. Und jetzt muss der Schiedsrichter da abpfeifen. 90 plus 4. Marius hat sich schon erhoben. Das ganze Stadion wartet auf den Abpfiff. Aber Trier kommt nochmal. Nein, da war ein Trierer mit der Hand dazwischen. Das heißt, es gibt nochmal den Freistoß für den UFC. Und das sollte es doch jetzt endlich gewesen sein. Ich hoffe wirklich, Kaspar, wirklich brutale Leistung übrigens von dir in den letzten 2 Minuten, wie du das Spiel hier rüberbringst. Also unfassbare Spannung hier in diesen letzten Minuten dieses Spiels. Hat der Schiedsrichter ein Einsehen, schaut immer noch mal auf die Uhr. Langer Ball auf die linke Seite, weitergeleitet jetzt von Hermes. Trier behauptet die Kugel und spielt noch mal nach vorne. Aber Zitzelsberger schnappt sich den Ball, spielt immer noch nach vorne, mit der Hacke weitergeleitet. Trier holt sich den noch mal zurück. Immer noch der Ball nicht im Aus. Ronny Marcos in die Mitte noch mal gespielt zu Šarić mit dem Ballverlust im Zentrum. Und Trier kommt noch mal über die linke Seite. Achtung, jetzt nochmal konzentrieren. Vincent Moreno macht dicht, macht Sicht. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Der UFC gewinnt dieses Spiel mit 2:1 und dreht es mal wieder. Was für eine moralische Leistung unserer Mannschaft. Wahnsinn. Verdient also der UFC, zieht die Punkte gegen Eintracht Trier. Mikrofon verabschiedet sich Marius Schnelker und Kaspar Lauk. Ciao, Leute, feiert schön.